Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zur Ringvorlesung Wissenschaft und alternative Fakten. Das ist der dritte Vortrag in diesem Semester. Und bevor ich kurz ein paar einleitende Worte sage, übergebe ich nochmal kurz an Lukas, der den neu hinzugekommenen nochmal die technischen Details erläutert. Lukas. Ja, hallo und herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Lukas Deuchler, ich bin Doktorand in der theoretischen Physik an der Universität Kiel und ich bin Teil des Technikteams. In diesem Technikteam wir stellen YouTube-Videos zur Verfügung. Die Veranstaltung können Sie also im Nachhinein noch anschauen. Wir haben einen Instagram-Account, wir haben einen Facebook-Account, wir haben einen Newsletter, in den Sie sich eintragen können. Ich schicke hier eben mal die ganzen Links in den Chat, dann können Sie sich die in Ruhe anschauen und dann eventuell auch zum Beispiel irgendwo abonnieren. Wir würden uns auch wünschen, dass Sie möglichst viele Fragen stellen. Dafür gibt es hier die Möglichkeit, ungefähr auf der Höhe ist es bei mir, vielleicht ist es bei Ihnen weiter links oder weiter rechts. Dort können Sie über F und A oder Q und A, je nachdem, wie Sie die Spracheinstellung haben, Fragen stellen. Die Fragen sammeln wir und sortieren Sie und am Ende werden wir in der Fragerunde dem Sprecher alle Fragen stellen, so denn die Zeit reicht. Meistens reicht die Zeit aber. Ja, damit bin ich schon am Ende und gebe wieder zurück zu Professor Bonitz. Ja, vielen Dank für die erläuternden Worte. Kurz noch ein paar Worte zu dieser Ringvorlesung. Wir machen das also bereits das 7. Mal, das 2. Mal bereits digital. Im Hintergrund ist ein fleißiges Team am Werkeln. Einige, Lukas haben Sie schon gesehen, die anderen Gesichter sind hier gezeigt. Tobias und Monja werden dann wahrscheinlich die Fragen sammeln und auch präsentieren. Die Motivation kam nicht zuletzt durch den noch amtierenden USA-Präsidenten, der ja seine eigene Sicht auf die Wahrheit hat. Das will ich nicht nochmal wiederholen. Und selbstverständlich hat auch Herr Trump das Recht auf seine eigene Meinung, aber das muss man nicht unbedingt ernst nehmen. Worauf es uns ankommt, sind überprüfte und objektive Fakten. Und das spielt unserer Meinung nach Wissenschaft eine ganz wichtige Rolle, weil das die Methode ist, überprüfbare Fakten zu produzieren. Und andererseits hoffen wir natürlich, dass es immer mehr Menschen gibt, die auch bereit sind, diese Fakten zur Kenntnis zu nehmen, versuchen, sie zu verstehen. Und das ist auch der Anspruch und das Ziel unserer Ringvorlesung. Wir wollen hervorragende Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen gewinnen, die auf ihrem Gebiet die Fakten vorstellen, die aber auch Einblick liefern, wie Wissenschaft funktioniert. Das ist häufig ein langwieriger Prozess, aber auch das ist interessant zu sehen. Sie sollen zum Dritten, aber auch wenn die Faktenlage nicht so eindeutig ist, zeigen, wie man eine kritische Bewertung vornehmen kann, wissenschaftlich wiederum. Unsicherheiten müssen natürlich dann aufgedeckt werden und auch wo es Klärungsbedarf gibt, das muss auch vorgestellt werden. Fake und Fälschung, selbstverständlich müssen die schonungslos kritisiert werden. Und wie bereits gesagt, wenn Sie Fragen haben, dann ist das Ziel dieser Veranstaltung, dass Sie diese Fragen auch stellen können. Ja, das Programm in diesem Semester, wie schon gesagt, ist heute der dritte Vortrag. Wir freuen uns sehr, dass Professor Nico Pech von der Uni Siegen sich bereit erklärt hat, hier einen Vortrag zu halten. Das Thema steht hier. Ich möchte gleich noch darauf hinweisen, dass die beiden vorangegangenen Vorträge auf unserer Webseite verfügbar sind. Da gibt es ein Video des Vortrages und der Diskussion, was sich also für die es verpasst haben, sicherlich lohnt anzuschauen. Und die drei Vorträge, die dann im kommenden Jahr beginnen, am 7. Januar, zu Verschwörungstheorien, haben wir Herrn Butter aus Tübingen. Dann haben wir am 21. Januar Professor Lorenz zu Klimageoengineering und am 11. Februar schließlich Frau Christine Blume zu Schlafmythen. Also ich denke, wieder ein interessantes Programm. Heute geht es um grünes Wachstum. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir dieses Thema oder ein verwandtes Thema schon des Öfteren hatten. Wen das interessiert, wir hatten also zum Beispiel im Winter 2019
Professor Eckert, der gesprochen hat über wie einfache Wahrheiten die Demokratie untergraben. Beispiel Energiewende nach der Katowicer Klimakonferenz. Da gibt es auch ein Video. Im letzten Sommer hatten wir Professor Rademacher zum Thema Energie, Klima, Zukunft, Navigieren in schwierigen Gelände. Und auch im letzten Sommer hatten wir Frau Peterson vom IFW zur CO2-Bepreisung als klimapolitisches Element, Fakten, Fragen und falsche Interpretationen. Und ich freue mich, dass Frau Peterson auch heute anwesend ist. Heute haben wir also einen etwas anderen Gesichtspunkt, würde ich mal sagen. Während Frau Peterson also die vielleicht regulatorische Herangehensweise an die künftige Wirtschaftsentwicklung und Steuerung, insbesondere CO2-Reduktion, vorgestellt hat, hat Herr Peich ein anderes Konzept und wir sind ganz gespannt, das zu hören. So, damit wünschen wir alle Ihnen einen interessanten Vortrag und auch interessante Vorträge künftig und eine spannende Diskussion. Damit übergebe ich an Tobias zur Vorstellung. Ja, Micha, Lukas und das Team, herzlichen Dank und hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Mein Name ist Tobias Hahn, ich bin Doktorand in der Meereschemie hier in Kiel am Geomar, Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, und möchte Sie auch und euch ganz herzlich heute Abend hier begrüßen und Sie kurz einstimmen. Ich kann mich noch gut an eine Situation im ersten Lockdown erinnern. Es ist also Ende April und erste Lockerungen sind so langsam in Kraft getreten. Und meine Freundin und ich, wir sitzen abends vor dem Fernseher und schauen die Tagesschau. Und es kommt der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Handelsverbandes zu Wort. Und beunruhigt spricht er davon, dass die Leute nur noch das kaufen, was sie brauchen. Und ich dachte direkt, bitte was? Was denn sonst? Und warum erzähle ich euch das oder Ihnen das? Weil ich finde, dass das sehr gut illustriert, wo ein Hauptproblem des heutigen Wirtschaftssystems liegt. Es lebt vom unendlichen Konsum und der Annahme eines unendlichen Wachstums auf einem Planeten mit endlichen Ressourcen. Und die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie fragil unser Wirtschaftssystem ist. Und als kleiner Bedenkenhinweis, die menschengemachte Klimakrise steht uns noch bevor. Die Frage ist also nun, was gibt es für Alternativen und gibt es die überhaupt? Und eine Antwort versucht die wachstumskritische Postwachstumsökonomie zu geben. Und unser heutiger Referent, Professor Nico Peich, gilt als einer der oder sogar der bekannteste Postwachstumsökonom in Europa. Im Jahr 1987 schloss er ein Diplomstudium der VWL an der Universität Osnabrück ab. Und nach vielen Jahren der Forschung und Lehre an der Universität Oldenburg arbeitet er zurzeit als außerplanmäßiger Professor an der Universität Siegen im Bereich der pluralen Ökonomik. Professor P. schreibt, forscht, publiziert und kommuniziert seit ca. 30 Jahren sehr engagiert zum Thema der Postwachstumsökonomie. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte Ihnen ans Herz legen, schauen Sie aufmerksam zu, seien Sie kritisch und stellen Sie Ihre Fragen. Und Nico, ich freue mich wirklich sehr, dass du unserer Einladung gefolgt bist und wir sind wirklich gespannt auf deinen Vortrag, der heißt Grünes Wachstum, wo liegt die Grenze zwischen Fortschrittsromantik und alternativen Fakten? Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte mich zunächst einmal ganz herzlich für die freundliche Einladung an die Universität Kiel bedanken. Dieses Dankeschön richte ich insbesondere an Michael Bonitz und Tobias Hahn, mit denen ich schon viel kommuniziert habe und die mich schon sehr gut vorbereitet haben auf die heutige Veranstaltung. Die Menschheit steht derzeit an verschiedenen Wendepunkten und ich habe mir vorgenommen, heute nicht über Corona zu reden, obwohl das natürlich der Gegenstand vieler Einlassung ist, wenn sie denn aus dem Munde wachstumskritischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kommen. Ich möchte stattdessen auf zwei andere Wendepunkte zu sprechen kommen, die Ihnen aber vielleicht auch nicht so ganz unbekannt sind. Zunächst einmal, die menschliche Zivilisation hat vor etwa 2,5 Jahrzehnten ihre ökologische Überlebensfähigkeit verloren. Und wir haben jetzt das primäre Problem, diese Überlebensfähigkeit wiederherzustellen. Und wie das gelingen könnte, daran scheiden sich natürlich die Geister.
absolut dominant im Nachhaltigkeitsdiskurs, sowohl in der Wissenschaft als auch in Politik und Medien, ist das Paradigma des sogenannten grünen Wachstums. Oft ist auch die Rede von einer Entkopplungsstrategie oder einer ökologischen Modernisierung oder auch der Begriff grünes Wachstum wird dann wahlweise verbal umgemünzt. Mal spricht man von Green Growth. Und wenn man das TH nicht aussprechen kann, dann ist von Green Economy die Rede. Früher hieß es qualitatives Wachstum, nachhaltiges Wachstum, dekarbonisiertes Wachstum, entmaterialisiertes Wachstum und so weiter und so fort. Ich werde natürlich jetzt mehr von grünem Wachstum und Green Growth reden, um nicht zu viele Synonyme ins Spiel zu bringen. Okay, jetzt werde ich mal eine kleine Präsentation versuchen hochzuladen. Da ist sie schon. Jetzt muss noch der Präsentationsmodus funktionieren. Das scheint er auch zu tun. Das Thema also, das mir gegeben wurde, lautet grünes Wachstum, wo liegt die Grenze zwischen Fortschrittsromantik und alternativen Fakten? Die Gliederung meiner Ausführungen stelle ich mir heute so vor. Ich möchte noch mal ganz kurz, um eine kleine Gegenwartsanalyse, aber wirklich nur skizzenhaft vorzulegen, eben auf den Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit, Klimaschutz und globale Gerechtigkeit eingehen. Dann einen Blick mit Ihnen werfen auf die aktuelle Nachhaltigkeitskontroverse, vor der wir stehen. Und dann möchte ich speziell, weil ja das auch das vorgesehene Thema für den heutigen Abend ist, eben darlegen, auf welchen Ebenen die sogenannte Entkopplungsstrategie, an die also die, ich würde mal sagen, die Wissenschaft zu glauben scheint, aber auch die Politik und die Medien, woran also diese Entkopplungsstrategie, also Green Growth, scheitert. Das kann ich nur skizzenhaft tun, weil ich nicht alle Zeit der Welt habe, sondern eigentlich nur so ungefähr 40 Minuten an Redezeit. Und daran anknüpfend, wie Sie sich leicht vorstellen können, möchte ich eine Alternative ins Gespräch bringen, die ich bezeichne als Postwachstumsökonomie. Und die hat zum Inhalt eine reduktive Transformation zeitgenössischer Konsum- und Industriegesellschaften vorzunehmen. Und mit dieser Einschränkung dürfte schon klar sein, dass natürlich eine reduktive Transformation nicht in Afrika im Moment ein Thema sein könnte. Gleichwohl die Postwachstumsökonomie, aber die kann man eben auch aus einer anderen Entwicklungsrichtung erreichen, indem nämlich die Länder, in denen tatsächlich noch bittere ökonomische, materielle Unterversorgung herrscht, indem man diese Länder tatsächlich sogar noch ein Stück weit wachsen lässt, damit zumindest eine menschenwürdige materielle Daseinsbasis gegeben ist. Kommen wir zum ersten Punkt. Der sogenannte Country Overshoot Day ist ein Konzept, das darauf beruht, die pro Jahr auf diesem Planeten verfügbaren ökologischen Ressourcen, ganz gleich, ob es sich um Quellen- oder Senkenfunktion der Ökosphäre handelt, die gerecht auf alle Länder zu verteilen, wobei Gerechtigkeit, ein Begriff, der immer auslegungs- und interpretationsbedürftig ist, nach Maßgabe dieses Konzeptes bedeutet, egalitär die knappen Ressourcen auf alle Menschen zu verteilen. So kommen dann natürlich je nach Population auf die verschiedenen Länder unterschiedliche Budgets zu. Und mit diesem Budget müsste ein Land eigentlich bis zum 31.12. um 0 Uhr auskommen. Und wenn wir hier nun mal einen Blick auf die Situation Deutschlands werfen, und das soll auch heute beispielhaft die Ebene sein, auf der ich argumentiere, dann sehen wir, dass schon am 3. Mai des laufenden Jahres alle Ressourcen verbraucht wurden, die Deutschland zustehen können, wenn wir unter einer nachhaltigen Entwicklung globale Gerechtigkeit innerhalb unverhandelbarer ökologischer Grenzen verstehen. Und eine andere Definition von Nachhaltigkeit, die nicht in Inkonsistenzen oder Widersprüchen versinkt, habe ich nie gehört. Das Hauptproblem dieses Lebens über die ökologischen Verhältnisse dürfte der Klimawandel sein. Da sind wir uns wahrscheinlich einig. Hier sehen Sie eine Animation, die darlegt, wie sich die durchschnittliche Erdtemperatur abgetragen über die Monate hinweg seit Aufzeichnung valider Daten eben verändert hat. Und was wir leider auch erkennen müssen, ist, dass das seinerzeit auf der legendären Pariser Klimaschutzkonferenz proklamierte 1,5 Grad Klimaschutzziel so leicht schon nicht mehr zu erreichen sein wird. Es wäre trotzdem viel gewonnen, wenn wir dann wenigstens das 2-Grad Klimaschutzziel noch einhalten können. Und um das zu tun, sollten wir alle Maßnahmen ergreifen, um zumindest noch zu versuchen, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Wenn wir es verfehlen und dann bei 2 Grad liegen, könnte das möglicherweise eine Basis für die Fortexistenz menschlicher Zivilisation sein. Wenn wir nun die Umsetzung dieses Ziels operationalisieren wollten,
und das auch auf Basis der gerade von mir schon angesprochenen Nachhaltigkeitsdefinition, dann heißt das nichts anderes als, dass jedem Menschen diesem Planeten, wir haben inzwischen 7,7 Milliarden davon, pro Jahr ein ganz bestimmtes Budget an CO2-Äquivalenten zusteht. Damit ist natürlich die Nutzung der Aufnahmekapazität der Lufthülle dieses Planeten gemeint. Und das liegt genau bei einer Tonne, kann man sich gut merken. Den Wert habe ich mir nicht ausgedacht, sondern den finden Sie auch auf der Homepage des Umweltbundesamtes, auch der Wissenschaftliche Beirat für globale Umweltveränderung, beides Institutionen, die im Dienste von Frau Merkel und nicht im Dienste irgendwelcher tiefen ökologischen Spinner arbeiten. Also dort finden Sie auch diesen Wert. Fakt ist, dass wir derzeit in Deutschland bei ungefähr 12 Tonnen liegen und müssten jetzt diese Reduktionsleistung erbringen. Schon daran erkennt man letzten Endes, dass nachhaltige Entwicklung hier konkret festgemacht am Beispiel des Klimaschutzes weniger mit Technik, weniger mit Innovation, Fortschritt oder Entkopplung zu tun hat, als vielmehr mit einer globalen Verteilungsfrage. Das heißt also, die Zielvariable einer nachhaltigen Entwicklung, auch natürlich die Zielvariable des Klimaschutzes, kann nicht sein, Windkraftanlagen oder Teslas zu maximieren, was also deren quantitative Verbreitung anbelangt, Klammer auf, was nicht gegen die Technologie per se spricht, Klammer zu, sondern kann nur heißen, dass das, was ein Mensch pro Jahr oder pro Lebenszeit an ökologischen Schäden verursacht, dass das der einzige Maßstab ist, um, ich sage es nochmal, globale Gerechtigkeit innerhalb ökologischer Grenzen, das wäre die Überlebensfähigkeit, herzustellen. Die Frage, die sich dann daraus natürlich ergibt, und das ist natürlich auch eine Forschungsfrage, ist, was darf sich dann ein einzelnes Individuum überhaupt noch an materiellen Freiheiten herausnehmen, ohne ökologisch und damit gleichsam global und sozial über seine Verhältnisse zu leben. Ja. Ja, und da scheiden sich eben die Geister, womit wir nun bei der aktuellen, sehr harsch, ausgefochtenen Nachhaltigkeitskontroverse sind. Das heißt, zwei unterschiedliche Auslegungen des Nachhaltigkeitsbegriffs stehen sich sehr, sehr unversöhnlich gegenüber. Die Logik des heute ja schon von mir mit den vielen Synonymen betitelten Paradigmas des grünen Wachstums erstreckt sich darauf, technischen Fortschritt zum Ausgangspunkt einer Transformation werden zu lassen, sodass eben die ökologische Überlebensfähigkeit moderner Zivilisation wieder gegeben sein kann. Und dieser technische Fortschritt kennt genau drei Ausprägungen. Nicht zwei, nicht vier, auch nicht zwölf, sondern genau zwei. Eine dieser Ausprägungen lässt sich in die Kategorie der sogenannten ökologischen Effizienz befördern. Damit ist eben gemeint, ein bestimmtes Wohlstandsergebnis zu erreichen und den dafür erforderlichen Input an ökologischen Ressourcen zu minimieren. Darauf gehe ich gleich noch etwas konkreter ein, abermals eben, wie schon angekündigt, am Beispiel des Klimaschutzes. Und der zweite Trick, den nennt man ökologische Konsistenz. Damit ist nicht gemeint, die Quantität ökologischer Ressourcen zu minimieren, sondern die Qualität und die Art der Umwandlung der verwendeten Ressourcen so zu optimieren, dass unabhängig von der Produktionsmenge oder der Wertschöpfung einfach keine oder nur wenige Schäden entstehen. Und diese ökologische Konsistenz erstreckt sich auf technische und ökologische Kreisläufe, also Produkt- und Technikdesigns und Infrastrukturen oder andere von Menschen erschaffene Artefakte so zu konzipieren, dass sie praktisch nie zu Abfall werden und damit gleichzeitig sichergestellt ist, dass die Ingredienzien materieller Art dieser Güter immer wieder eingespeist werden können, und zwar verlustfrei und auch ohne ökologische Schäden, in Kreisläufe oder Prozesse des Konsums, der Produktion oder der Wertschöpfung, welcher Art auch immer. Ebenfalls zur ökologischen Konsistenz gehört natürlich die erneuerbare Energie, weil sie ebenfalls betrachtet wird in der Theorie als ein Null-Emissionssystem, als eine Art der Energienutzung, die überhaupt keine ökologischen Schäden verursacht. Und dann ist es klar, dass es keine Wachstumsgrenze gibt, sondern ein Schaden der Höhe Null, den kann ich mit 1000 multiplizieren oder auch mit einer Million. Es bleibt mathematisch immer Null. Und das Ganze geht auch mit einer ganz bestimmten gesellschaftspolitischen Vision einher, nämlich über grünes Wachstum weiterhin die Wirtschaft also wachsen lassen zu können, damit Überschüsse zu erwirtschaften, die herhalten können, um also soziale Disparitäten zu mildern. Und das Ganze dient natürlich ebenfalls der Entlastung der Ökologie, weil ja die materielle Basis des sogenannten grünen Wachstums eben sich erstreckt auf Technologien, die die Ökosphäre entlasten. Demgegenüber gestellt haben wir wachstumskritische Ansätze, und die beziehen sich eher auf einen kulturellen Wandel. Das heißt also auf eine Veränderung
unserer Auffassung von gutem Leben, von Wohlstand. Aber erstrecken sich auch auf die Wiederentdeckung menschlicher Verantwortung. Das heißt also die Veränderung unserer Handlungsmuster und unserer Orientierung im Hinblick auf Wohlstandserwartung wäre hier im Prinzip der Schrittmacher. Maßvolle Lebensstile, oft auch dargestellt als sogenannte Suffizienz, darauf gehe ich natürlich auch noch ein, oder auch deindustrialisierte und deglobalisierte Formen der Versorgung. Damit also praktisch eine moderne oder urbane Form der Selbstversorgung. Nun darf man aber nicht den Fehler machen, den Umkehrschluss zu ziehen und zu sagen, aha, wachstumskritische Ansätze verneinen die Sinnhaftigkeit von technischem Fortschritt oder verteufeln etwa die materiellen Artefakte, die Gegenstand des grünen Wachstums sind. Die These lautet eher, damit überhaupt die Technologie einen ökologisch entlastenden Effekt zeitigen kann, muss überhaupt erstmal die Nachfrage und die Produktionsmenge reduziert werden. Dann gelingt es vielleicht, die begrenzten Möglichkeiten der Technologie so zu verwenden, dass ohne reine Schadensverlagerung eben tatsächlich eine Wiedererlangung der ökologischen Überlebensfähigkeit möglich ist. Und hier haben wir also kein Schnittmengenmodell, sondern ein Teilmengenmodell, weil viele Wachstumskritiker auf der Basis der Thermodynamik argumentieren und schlicht und ergreifend sagen, die ökologischen Grenzen lassen sich auch durch Technologie nicht erweitern. Also ist die Ökologie der äußere Rand aller Möglichkeiten der Entwicklung menschlicher Gesellschaften. Und die Ökonomie ist dann nur ein Teilsystem der Gesellschaft und die Gesellschaft kann nur ein Teilsystem der Ökosphäre sein. Ja, wenn wir jetzt ganz kurz mal einen Blick werfen, ach, da sind noch Animationen oder Entschuldigung, auf die Logik des grünen Wachstums, dann sehen wir hier festgemacht eben am Klimawandel, dass die beiden Möglichkeiten, die dann für den Klimaschutz nur verbleiben im Bereich des grünen Wachstums, wenn wir die Effizienz und Konsistenz anwenden, dass diese Möglichkeiten sich so darstellen. Also Effizienz heißt, den Input an Primärenergie pro Wertschöpfungseinheit zu senken. Was heißt jetzt Wertschöpfung? Unter Wertschöpfung verstehe ich das Bruttoinlandsprodukt. Das Bruttoinlandsprodukt ist die Summe der pro Jahr erzeugten Güter einer Volkswirtschaft und zwar bewertet auf Basis des Preises, den diese Güter erzielen. Und das kürzt man ab mit BIP. Und dieses Bruttoinlandsprodukt, das ist die Prämisse des grünen Wachstums, sonst würde man es ja nicht Wachstum nennen. Das Bruttoinlandsprodukt soll weiter wachsen, also damit die Kaufkraft, das Volkseinkommen, die Konsummöglichkeiten der Gesellschaft und die Entkopplung, die nun angestrebt wird, das ist der Trick des grünen Wachstums. Diese Entkopplung soll eben dafür sorgen, dass die ökologischen Schäden nicht mitwachsen oder nicht zu schnell wachsen. Und natürlich ist die ökologische Effizienz meistens nicht hinreichend, deswegen ist das zweite Prinzip zu benennen, das ist die Konsistenz und ich sagte es bereits, hier geht es nicht darum, Primärenergie einzusparen, sondern die Schadensintensität einer Primärenergieeinheit so zu senken, also dass wir im besten Fall vielleicht sogar eine emissionsfreie Energieform entwickeln. Ja, und das sind natürlich dann in der Praxis die erneuerbaren Energieträger und das ist natürlich sozusagen die, man könnte sagen, Königsdisziplin des Klimaschutzweltmeisters, also der Bundesrepublik Deutschland. Die deutsche Energiewende nämlich kapriziert sich fast ausschließlich auf Mittel und Wege zur Ausweitung der Technologien und Infrastrukturen mit dem Ziel, erneuerbare Energieträger verfügbar zu machen. Gleichwohl der Gesamteffekt, auch wenn wir noch Effizienzgewinne haben, hier im ökologischen Sinne, ist eben dann die Wertschöpfung insgesamt auf Basis dieser beiden Faktoren oder Wirkungsprinzipien zu entkoppeln von CO2-Emissionen. Nun ist aber Folgendes der Fall. Wir müssen, wenn wir von Entkopplung reden, etwas präziser werden. Das heißt also, es gibt zwei Entkopplungsbegriffe. Einmal die relative und die absolute Entkopplung. Unter absoluter Entkopplung versteht man, dass trotz wachsenden Bruttoinlandsprodukts die ökologischen Schäden absolut abnehmen und alles andere wäre auch gar nicht diskutabel. Warum? Weil, ich wiederhole nochmal, wir liegen in Deutschland bei 12 Tonnen CO2 pro Kopf und Jahr und müssten runter auf eine Tonne. Das heißt also einfach die relative Entkopplung, das ist die Bifurkation, da wo die gerade Funktion nach rechts abbiegt, okay? Die relative Entkopplung hilft ja nichts. Wir wissen dann nur, dass quasi die Schäden weiter steigen und die Wirtschaft nur noch weiter zunimmt, okay? Das heißt also, wir haben in der Bundesrepublik natürlich Erfolge in der relativen Entkopplung erreicht, aber das heißt nur, dass wir dem ökologischen Abgrund am Ende weiterhin näher rücken. Ja? Nichts anderes als das. Ich komme jetzt
Zu dem anderen Paradigma, das ist eben die Wachstumskritik. Viele meinen ja, dass wachstumskritische Ansätze eine ganz neue Strömung innerhalb des Nachhaltigkeitsdiskurses sind. Nichts könnte falscher sein als das. Die tradierte Wirtschaftswissenschaft war immer wachstumskritisch. Die Fortschrittsgläubigkeit ist erst später dazugekommen. Was ich Ihnen hier zeige, hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sonst hätte ich den Schriftgrad so verkleinern müssen, dass Sie nichts mehr sehen, um also noch mehr Literatur auf diese eine Folie zu bekommen. Ich habe die Dogmenhistorie wachstumskritischer Einlassungen einfach gegliedert auf Basis von vier unterschiedlichen Fragen. Nämlich, ist überhaupt auf einem begrenzten Planeten rein physisch betrachtet permanentes wirtschaftliches Wachstum möglich? Diese Frage wurde schon von der ersten Kohorte sogenannter Wirtschaftswissenschaftler verneint. Die zweite Frage, ob denn wirtschaftliches Wachstum überhaupt sinnvoll sein könnte, wenn es physisch widerspruchslos darstellbar ist, diese Frage wurde selbst von solchen Ökonomen verneint, denen nachgesagt wird, sie seien die wichtigsten Wirtschaftswissenschaftler des letzten Jahrhunderts gewesen, nämlich John Maynard Keynes und Ludwig Erhard. Die gelten ja eigentlich als Architekten menschlichen Wohlergehens durch wirtschaftliches Wachstum. Kenneth Bowling, den ich ja auch ganz kurz noch auf die Folie gebracht habe, ist bekannt dafür, dass er in einem wichtigen Artikel mal gesagt hat, wer auf diesem Planeten an permanentes wirtschaftliches Wachstum glaubt, ist entweder ein Idiot oder Volkswirt. Man kann übrigens beides sein. Die dritte interessante Frage ist, ob denn, wenn Wachstum möglich und sinnvoll wäre, ob Wachstum nicht schädlich ist, also unverantwortbar ist. Nun gut, da treten dann die auf den Plan, die Sie kennen, Meadows, Forrester, Milling, die 1972 den ersten Bericht an den Club of Rome vorgelegt haben. Aber viel wichtiger ist die zuvor hier zitierte Quelle, nämlich von Nicolas Ceausescu-Rögen. Der Mann war nämlich Ökonom und Physiker und hat die Gesetze der Thermodynamik angewandt auf die Prinzipien der modernen industriellen Ökonomie und ist zu einem, man nennt das so in der Volkswirtschaftslehre, Unmöglichkeitstheorien gelangt. Nämlich, man kann nicht beides haben. Permanentes wirtschaftliches Wachstum und ökologische Überlebensfähigkeit. Die anderen Namen möchte ich aus Zeitgründen nicht nennen. Nach diesen drei Phasen der wachstumskritischen Einlassung, die natürlich nie den Mainstream erreicht haben, das muss klar sein, ja, aber doch eine gewisse Beachtung fanden, war erstmal Ruhe eingekehrt, weil die Hoffnung, dass man eben mit ökologischer Effizienz, erneuerbaren Energieträgern und teilweise Kreislaufwirtschaft die Wirtschaft würde entkoppeln können, weil diese Hoffnungen wirklich boomten. Dann aber kam sowas wie eine Katerstimmung auf, weil sich herausstellte, dass trotz vieler technischer Innovationen eigentlich der Weg in Richtung ökologisches Desaster eben sogar noch beschleunigt wurde. Also ist eine vierte Phase der Wachstumskritik angebrochen, die ich hier übertitelt habe mit eben der Frage, ist Degrowth, ist ein Schrumpfungsprozess überhaupt möglich? Und hier habe ich auch einige Quellen eingeführt, unbescheidenerweise meinen eigenen Namen hier auch aufgeführt. Wir können also davon ausgehen, dass wir jetzt eine neue wachstumskritische Bewegung haben, die natürlich noch nicht die Wissenschaft komplett überall erreicht hat, aber zumindest haben wir hier auch in den Wirtschaftswissenschaften, vor allem auch in der Nachhaltigkeitsforschung, auch in der natürlich dann Soziologie, Geisteswissenschaften, in den Kulturtheorien, wir haben überall einen Nachhaltigkeitsdiskurs, also haben eine wachstumskritische Debatte, die hier durchaus auch geführt wird. Ich selber orientiere mich an einem Forschungs- und auch Lehrprogramm natürlich dann, das ich betitle mit Postwachstumsökonomik. Und hier wird ausgehend von allen bisherigen Forschungen zu diesem Thema, wird also versucht, die Fragen zu beantworten, die bislang also immer noch nicht wirklich hinreichend in Empirie und Theorie erschlossen sind. Nämlich einmal, was ist dran an der Wachstumskritik, sowohl aus theoretischer und empirischer Sicht? Wie lässt sich die These überhaupt begründen, dass weiteres wirtschaftliches Wachstum keine Option sein kann, um moderne Gesellschaften ökologisch überlebensfähig, ökonomisch stabil und sozial integer zu gestalten? Wir reden hier von Thesen. Wissenschaftler können nie etwas anderes in den Raum stellen als Thesen. Auch was Herr Bonitz sagte zu den harten Fakten, darüber müssen wir mal reden. Immanuel Kant jedenfalls hat keine harten Fakten gekannt und wir wissen, dass er natürlich in gewisser Weise wissenschaftlich nicht weniger bedeutsam war als jene, die in den Naturwissenschaften mit harten Fakten arbeiten. Es gibt also Fragestellungen, die müssen wir diskutieren. Die müssen wir partizipativ und demokratisch entscheiden. Die harten Fakten sind nicht immer dann, auch nicht in der Technik immer wirklich also hilfreich. Wie will ich denn beispielsweise also
100 Tonnen CO2 vergleichen mit 20 Hektar Wald. Was ist schlimmer, die Emissionen auszustoßen oder den Wald zu roden? Also wir haben da teilweise natürlich auch Vergleichsprobleme. Okay, gut, aber wenn wir von Wachstumskritik reden, dann gibt es so viele unterschiedliche Ebenen, die überhaupt auch nicht mit Technik, mit Ökologie oder mit Physik zu tun haben, dass natürlich die Vortragszeit heute nicht reicht. Die zweite wichtige Kategorie der Forschungsinteressen und Fragen der Postwachstumsökonomik betrifft die Wachstumstreiber und Zwänge. Warum fällt es modernen Gesellschaften so schwer, Stabilität jenseits wirtschaftlichen Wachstums zu erlangen? Hier unterscheide ich ganz grob nachfrage- und angebotsseitige Wachstumstreiber, auf die ich heute ebenfalls aus Zeitgründen nicht eingehen kann, außer Sie legen mir das dann in der Diskussion nahe. Wichtiger erscheint mir die sogenannte Postwachstumsökonomie. Das ist dann ein konkreter Entwurf für ein überlebensfähiges Versorgungsmodell. Und das erstreckt sich auf unterschiedliche Transformationsebenen. Auf eine, die ich als kulturellen Wandel bezeichnen würde, das ist die Ebene der Suffizienz, der Genügsamkeit, der Entschleunigung, der Entrümpelung der Gesellschaft. Dann die Subsistenz, deindustrialisierte, auf Selbstversorgung beruhende Möglichkeiten der Wertschöpfung, die Regionalökonomie spielt eine wichtige Rolle und der Umbau der dann noch benötigten Industrie. Denn ohne Industrieversorgung können wir nicht modern leben. Aber auch ein institutioneller Wandel wird vonnöten sein. Welche politischen Rahmenbedingungen sind wichtig? Welche Bildungsprogramme sind wichtig? Welche Prozesse der kulturellen Erneuerung sind wichtig? Welche Projektkulturen, welche Kommunikationsstrategien sind erforderlich, welche Reallabore, um eine Gesellschaft in Resonanz zu versetzen für die Maßnahmen, die nötig sind, um die ökologische Überlebensfähigkeit wieder zu erlangen. Gut, jetzt möchte ich ganz kurz eben nochmal auf das grüne Wachstum eingehen und die Frage stellen, woran die bisherigen Versuche gescheitert sind, ein grünes Wachstum umzusetzen. Zur Wiederholung habe ich hier nochmal die skizzenhafte Darstellung und möchte jetzt vier Ebenen kurz ansprechen, von denen ich glaube, dass hier tatsächlich die in Deutschland dann Energiewende gescheitert ist, weil wenn wir von nachhaltiger Entwicklung reden und beziehen dieses Vorhaben speziell auf den Klimawandel, dann ist das in der Bundesrepublik Deutschland natürlich ja, gleichbedeutend mit der sogenannten Energiewende. Und die Bundesrepublik Deutschland gilt weltweit immer wieder als Vorreiter. Das sagen nicht nur Politiker, sondern das sagen natürlich auch die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und in den Medien überall wird das natürlich kolportiert. Ich glaube, dass wir hier unter einer maßlosen Überschätzung des technischen Fortschritts leiden. Wenn wir uns also die erneuerbaren Energieträger anschauen, ich betone nochmal, die deutsche Energiewende und alle sonstigen Konzepte, die nicht nur übrigens in Deutschland, natürlich jetzt auch europaweit propagiert werden und die assoziiert werden mit grünem Wachstum in Verbindung mit Klimaschutz, konzentrieren sich fast ausschließlich auf sozusagen die erneuerbaren Energieträger. Und das heißt, wir müssen den Anteil der erneuerbaren Energieträger natürlich möglichst auf 100% bringen. Wer vor 10 oder sagen wir 20 Jahren das letzte Mal Deutschland bereist hat und jetzt zurückkehrt, erkennt manche Bundesländer nicht wieder. Hier wurde also tatsächlich nicht gekleckert, sondern geklotzt. Kein anderes Land ist so verändert worden, was also die Landschaften anbelangt, was also die Aufrüstung der verbliebenen Räume kultureller und auch natureller Prägung anbelangt, eben mit Anlagen zur Nutzung regenerativer Energie. Da könnte man auf die Idee kommen, dass es wohl stimmen muss, dass die Bundesrepublik Deutschland ein Vorreiter ist, wenigstens in der eigenen, also Königsdisziplin, was den Anteil der Erneuerbaren anbelangt. Was wir aber sehen, sind 15%. Das sind die allerletzten Zahlen, die verfügbar sind von der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen vom Statistischen Bundesamt und auch vom deutschen Wirtschaftsministerium, das, wie Sie wissen, ja zuständig ist für die Energiewende. Und diese 15% sind zu einem großen Anteil einfach eine, ich muss das mal so unwissenschaftlich sagen, eine Katastrophe, weil nämlich Bioenergie, Biomasse da drin ist. Und Sie wissen wahrscheinlich, es gibt kaum andere Studien als solche, die uns wissen lassen, dass die CO2-Bilanz der Biogasstrategie negativ ist. Das heißt, wir erhöhen die CO2-Mengen durch Biogasanlagen. Das ist leider ein Fakt. Das heißt, man kann nicht diese 15% als nachhaltige, klimafreundliche Energie bezeichnen. Man kann nur Wind und Sonne eventuell als CO2-freie Energie bezeichnen. Der Anteil der
Photovoltaik liegt im Moment bei 1,3%. Der Solarthermie bei 0,25% und der Windenergie bei unter 3,5%. Das ist die Energiewende. Nicht gesprochen wird über den größten Brocken, das ist immer noch natürlich Öl, Rohöl. Tendenz steigend in jeder Hinsicht. Und Gas, Tendenz steigend, weil wir natürlich einen Bauboom derzeit verzeichnen. Und natürlich wird mit Gas geheizt. Also dass der Passivhaus- oder Null- oder Plusenergiehausstandard sich durchgesetzt hätte, davon ist natürlich überhaupt keine Spur. Die Energiewende erstreckt sich auf das Vorhaben, Kohle durch regenerative Energie zu ersetzen. Aber selbst wenn dies gelänge, was im Moment nicht in Sicht ist, weil die Übertragungsnetze fehlen, die Kosten der Übertragungsnetze sind horrend und die ökologischen und materiellen Folgen hinreichender Übertragungsnetze sind so exorbitant, dass natürlich auch politische Widerstände dagegen zu erwarten sind. Aber Kohle ist auch nicht mehr das Hauptproblem, wenn wir uns die Primärenergiesituation Deutschlands angucken. Wir haben jetzt 2x9% Stein- und Braunkohle. Nun werden Sie als Physiker sagen, Moment, wir müssen die Umwandlungsverluste einrechnen. Und deswegen ist natürlich diese Grafik so ein bisschen auch zu Ungunsten der erneuerbaren Energieträger, weil wir hier die thermischen Umwandlungsverluste natürlich nicht haben. Also schauen wir uns die Endenergie an. Da ist natürlich dann der Umwandlungsverlust eingerechnet. Und jetzt haben wir den Weltmeister, also die Bundesrepublik Deutschland oder den Klimaschutzmusterschüler hier, mal nur im europäischen Vergleich, nicht im globalen. Und gucken mal, wo Deutschland steht. Deutschland ist das Schmuddelkind Europas. Es gibt nur noch wenige Länder, also die schlechter dastehen als Deutschland, was den Anteil der erneuerbaren Energieträger an der Gesamtverbrauchssituation der Endenergie anbelangt. Selbst Länder wie Bulgarien, Slowenien, also das ganze Baltikum, ja, Portugal, alles ist besser als Deutschland. Obwohl sie in den Ländern so gut wie keine verspargelten Landschaften, verspiegelten Täler oder Steppen aus Maisfeldern vorfinden. Warum? Weil diese Länder einfach sparsamer sind. Weil sie schlicht und ergreifend nicht das Wachstumspotenzial während der letzten Jahrzehnte tatsächlich erschlossen haben. Das ist der Grund, relativ simpel, ich meine. Trotzdem wird oft gesagt, naja, in der Bundesrepublik Deutschland sind die CO2-Emissionen ja gesunken. Das sind die allerneuesten Zahlen, die Sie jetzt derzeit bekommen können. Und natürlich jetzt argumentieren, dass es hier so etwas wie eine Reduktion gibt. Aber da muss man ein paar Dinge natürlich beachten. Zunächst einmal gibt es den Erich-Honecker-Degrowth-Effekt. Das heißt also, die Behauptung, Deutschland habe in den 90ern ja so viel erreicht und sei da ja aufgestiegen, nicht zu dem Vorbild für Klimaschutz. Also dieser Effekt ist nichts anderes als der Zusammenbruch der DDR und damit eben auch der Zusammenbruch hochemissionsintensiver also Wirtschaftszweige. Ich rede jetzt natürlich von CO2-Emissionen-Äquivalenten. Dann gibt es noch einen Lehman Brothers-Effekt. Das heißt also, die vorletzte Krise hat natürlich auch zu einer Delle in der Emissionsentwicklung geführt, keineswegs nur in Deutschland. Die Lehman-Delle finden Sie in jeder umweltökonomischen Gesamtrechnung, außer in den Ländern, die so, in Anführungszeichen, das meine ich nicht wertend, industriell unterentwickelt sind, dass dort im Prinzip nicht viel zu reduzieren war. Aber wir haben auch ein anderes Problem. Und auch dieses Problem verzeichnet eine steigende Tendenz. Und das ist natürlich mein Spezialgebiet, weil ich Produktionswirtschaftler bin. Und das ist die globale Verlagerung CO2-intensiver Bestandteile unserer Wertschöpfungsketten und Lieferketten. Und die nimmt ungebrochen zu. Und dann ist es natürlich schwierig, oder die These zu stützen, dass wir so etwas wie eine Entkopplungswunder herbeigeführt haben. Und dann gibt es noch ein anderes Problem. Und das besteht ganz einfach darin, dass die Politik Gesetzeswerke und Anreizsysteme erschaffen hat, die so absurd sind, dass sie Klimaschutz selbst dann verhindern, wenn die technischen Probleme und auch die technische Überschätzung nicht zu Buche schlagen. Wenn wir also, um das mal ganz plastisch zu machen, in der Bundesrepublik Deutschland also neue Windparks projektieren und dann in Betrieb nehmen und dann tatsächlich auch die Speicher- und Übertragungsprobleme, also das Problem der Volatilität von Wind und Sonne, so gelöst haben, dass wir in der Lage sein können, jetzt nehmen wir mal an, ein Steinkohlekraftwerk runterzufahren, haben wir dann Klimaschutz getätigt? Natürlich nicht, weil es neben dem erneuerbaren Energiegesetz auf der europäischen Ebene das sogenannte Cap-and-Trade-Modell gibt. Das heißt, wir haben ein Cap, das ist die Gesamtsumme an
ja, CO2-Emissionen, die erlaubt sind, verursacht durch die wichtigsten Emittenten. Sie wissen, das ist natürlich ein Schweizer Käse, weil die Mobilität da nicht drin ist und Gebäude im Wesentlichen auch nicht. Okay, aber wir haben dann im Umfang dieser durch fossile Kraftwerke verursachten Emissionen, die wir also deckeln, haben wir die Möglichkeit, Zertifikate zu handeln. Wenn ich als Kraftwerksbetreiber also Zertifikate habe und ich muss mein Kraftwerk runterfahren, was mache ich dann mit den Zertifikaten, die also zu Emissionen berechtigen? Ich werde sie nicht verbrennen und auch nicht meine Wand damit tapezieren. Ich werde sie auf dem europäischen Markt für Zertifikate verkaufen. Und wenn sie zu teuer sind, gehe ich mit dem Preis so lange runter, bis ich sie verkaufe. Und wer kauft die? Irgendjemand in Belgien, der ein besonders ineffizientes, ein besonders schmutziges Kraftwerk hat, der nur für ihn oder sie, den Treiber oder Betreiber, lohnt es sich, statt in Klimaschutz Technologie zu investieren, Zertifikate zu kaufen. Das heißt also, wir rennen letzten Endes ins Leere mit der Energiewende, selbst wenn sie funktionieren würde. Dann gibt es aber schon ein theoretisches, ein Konsistenzproblem. Und da komme ich ein Stück weit auf das zurück, was ich heute kurz ansprach, als ich den Namen Nicolas Ceausescu-Rögen nannte. Was genau ist eigentlich die Essenz des grünen Wachstums? Oder anders gefragt, unter welchen rein theoretischen Voraussetzungen ist es überhaupt widerspruchslos darstellbar, dass das Bruttoinlandsprodukt steigt und gleichzeitig die Ökosphäre entlastet wird? Mal unabhängig von der Frage, welche Technologien dabei zu Buche schlagen oder ob das ein Resultat von ökologischer Effizienz, geschlossenen Kreisläufen oder erneuerbaren Energieträgern sein soll. Zunächst, das muss ich jetzt als Ökonom kurz erklären, wenn das Bruttoinlandsprodukt steigen soll, muss es eine Zunahme natürlich der arbeitsteiligen Wertschöpfung geben. Anders ist es nicht möglich. Es muss einen Zuwachs an Produktion geben. Zweitens, wenn das Bruttoinlandsprodukt steigt, egal auf welcher materiellen Basis, muss es einen Zuwachs an Volkseinkommen geben. Das sind zwei notwendige Konsequenzen bzw. Voraussetzungen. Auf andere Weise kann es keinen Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes geben. Daraus folgt etwas, nämlich, dass wir zwei Entkopplungskunststücke bewerkstelligen müssen. Wir müssen eine Welt erfinden, in der permanenter Zuwachs an arbeitsteiliger, raumentgrenzender Produktion stattfindet, die Ökosphäre nicht weiter belastet, sie sogar entlasten müsste. Und das ist dann sozusagen die Entkopplung auf der Entstehungsseite des wirtschaftlichen Wachstums. Und wir müssen, das ist das zweite Entkopplungskunststück, dafür sorgen, dass das zusätzliche Einkommen, das dann generiert wird, sonst würde es ja kein Wachstum geben, dass das nicht ausgegeben wird weiterhin für Objekte, Dienstleistungen, Produkte, was auch immer, die in irgendeiner Form die Ökosphäre schädigen. Ich behaupte, dass beides nicht möglich sein kann. Was sollen das für Objekte sein, die wir emissionsfrei produzieren können, sodass ein permanentes Wachstum stattfinden kann? Es gibt diese Art der Produktion. Das ist die Produktion, die wir vorfanden in Europa vor Anbruch der ersten industriellen Revolution. Eine spätromantische Handwerker- und Agrargesellschaft. Bis zur Einführung und Verbreitung und Etablierung der Dampfmaschine hatten wir eine statische Wirtschaft, die darauf beruhte, jede physikalische Umwandlung von Materie in Produkte jedweder Art alleine zu speisen aus manuellen, nicht technisch und fossil verstärkten Prozessen der Materietransformation. Genau diese Wirtschaft kann nicht wachsen, weil natürlich rein physisch betrachtet die Produktion sofort an eine Grenze kommt, wenn alle Menschen ausgelastet sind in ihrem handwerklichen oder landwirtschaftlichen Tun. Erst in dem Moment, wo ich Maschinen einsetze, die menschliche Arbeitskraft aus dieser Begrenzung befreien, indem der Mensch jetzt nicht mehr ein Schraubenzieher oder eine Sense in der Hand hat, sondern einen Hebel umlegt, kann tatsächlich ein Mehr an physischer Umwandlung, auch ein Mehr an Produktion und Wertschöpfung also praktisch erfolgen. Und das kann auf Basis physischer Gesetze, behaupte ich als Nichtphysiker, nicht ohne ökologische Schäden vonstatten gehen. Jetzt zu der Verwendungsseite des Bruttoinlandsproduktes. Selbst wenn dieses Wunder stattfindet, eine Vermehrung sozusagen der industriell arbeitsteiligen Produktion ohne ökologische Spuren zu hinterlassen,
Was machen die Leute mit dem Geld, das sie verdienen? Was machen Menschen, die tatsächlich heute, so wie ich, nur als Lehrender tätig sind, die also keine Autos bauen und die auch nicht in einem Mähdrescher durch die Gegend fahren, die etwas völlig Immaterielles tun? Oder ein Krankenpfleger, oft wird das ja als Beispiel genannt für ein qualitatives, für ein ökologisch angeblich neutrales Wachstum. Diese Menschen nehmen das Geld doch nicht, um es zu verbrennen, sondern sie kaufen damit eben Autos, sie kaufen Smartphones, sie kaufen Häuser, sie fliegen über den Planeten, sie kaufen Fleisch, sie trinken Alkohol und was man sonst so Schönes machen kann. Und das ist alles nicht immateriell. Und sie können einer Demokratie den Menschen auch nicht verbieten, die zusätzliche Kaufkraft, die durch wirtschaftliches Wachstum in die Welt gekommen ist, in irgendeiner Form nicht auszuschöpfen. Das ist das theoretische Problem, das schon ungelöst ist. Und dann frage ich mich immer, wie kann man empirisch etwas beweisen wollen, was sich schon theoretisch nicht ohne tiefgreifende Inkonsistenzen und Widersprüche darstellen lässt. Ich kann jetzt natürlich mit Ihnen noch, aber ich blicke gerade auf die Uhr. Ich habe meine Vorträge bis immer modular aufgebaut, sodass ich auch jederzeit Folien überspringen kann und trotzdem noch einen hoffentlich guten Bogen des Verständnisses erzeuge. Ich müsste jetzt mit Ihnen diese unterschiedlichen Formen des Scheiterns beim Versuch, die Entstehungs- und die Verwendungsseite des wirtschaftlichen Wachstums zu entkoppeln, die könnte ich mit Ihnen durchgehen. Dann sind wir bei den sogenannten Rebound-Effekten. Rebound-Effekte kennen 4 Kategorien. Das ist zumindest das Ergebnis meiner Forschung und meiner Forschungsteams. Wir haben die Modernisierungsrisiken. Darauf einzugehen, das erspare ich mir. Jede technologische Innovation generiert Risiken, auch grüne Innovation selbstverständlich. Wenn sich die Nebenwirkung der Produktion von Windkraftanlagen mit Permanentmagneten, Klammer auf, Neodym, Klammer zu, anschauen oder auch die Produktionsbedingungen für Teslas oder auch Passivhäuser, wissen Sie, was ich meine? Das stellt sich meistens erst im Nachhinein heraus. Wir haben materielle Rebound-Effekte, dazu werde ich Ihnen gleich ein Beispiel geben. Finanzielle Rebound-Effekte, das ist genau das Problem, dass die meisten Versuche, grünes Wachstum zu erzeugen, natürlich zusätzliche Kaufkraft generieren oder Kosteneinsparungen generieren. Alles fließt ein in eine Erhöhung der Kaufkraft. Und dann stellt sich die Frage, was wird damit gekauft? Und wir haben psychologische Rebound-Effekte. Das sind natürlich Phänomene, die gerade in Deutschland sehr, sehr wichtig sind. Nämlich, dass wir feststellen, dass jedes Jahr in Deutschland in allen Bereichen, in denen Technologien und Produkte des grünen Wachstums vermarktet werden, neue Rekorde aufgestellt werden, während ebenfalls neue Rekorde aufgestellt werden, was den negativen Zustand der Ökosphäre anbelangt. Warum? Weil der Homo sapiens, das möchte ich hier nur als These in den Raum stellen, dazu habe ich viel publiziert, das kann ich jetzt hier nicht alles Ihnen begreiflich machen, weil der Homo sapiens neben vielen Grundbedürfnissen eben auch ein Wesen ist, das nach psychischer Stabilität strebt. Dazu zählt, kognitive Dissonanzen zu beseitigen. Im Volksmund nennt man das schlechtes Gewissen. Wer so viel fliegt, ein viel zu großes Haus hat, jedes Jahr neue digitale Endgeräte kauft, kann sein Gewissen damit beruhigen, dass er oder sie eine PV-Anlage aufs Dach schraubt, vielleicht einen Tesla kauft und einen Demeter-Brühewürfel. Das heißt also, diese symbolische Kompensation, der ökologische Ablass floriert. Und dazu gibt es wirklich viele harte Fakten, natürlich im Bereich der sozialwissenschaftlichen Forschung. Dazu hätte ich gleich auch noch einen kleinen Input, aber das reicht. Noch ein Bild zu materiellen Rebound-Effekten. Glauben Sie mir bitte eins, nichts ist mir wichtiger, als aus der Kohle auszusteigen, und zwar Braun- und Steinkohle. Aber das geht natürlich nicht dadurch, dass wir für jede Windkraftanlage, nehmen wir mal so einen Nennwert von 3,5 MW Leistung, dass jede Windkraftanlage 2 bis 4 Hektar Fläche frisst, allein wegen der Zufahrtswege. Und die Verdichtung dieses Bodens, auch wenn der natürlich nicht gepflastert oder asphaltiert ist, wird nie wieder, das ist ein irreversibler Schaden, wird nie wieder rückgängig zu machen sein. Auch die landschaftliche Beeinträchtigung. Das ist kein Argument gegen Windenergie, sondern ein Argument gegen die These, dass man mit Windenergie das Wachstumsproblem lösen kann. Um hier vielleicht kurz vorzugreifen, die Zeit rennt mir auch davon, eine Energiewende, die diesen Namen verdient, heißt sparen, dann nochmal sparen, dann wieder sparen und dann den Rest an minimierter Energiebedarfe selbstverständlich auf Basis erneuerbarer Energieträger zu befriedigen. Gut, jetzt muss ich ein bisschen springen, um noch ganz kurz mit Ihnen auf eine mögliche Transformationsstrategie einzugehen
Und die sieht aus einer eher makroökonomischen Perspektive so aus, dass wir zunächst ja durch insgesamt 4 industrielle Revolutionen ein exponentielles Wachstum der Güterproduktion erreichen konnten, wohlgemerkt im sogenannten globalen Norden, das ist klar. Und damit die Belastungsgrenze der Ökosphäre durchstoßen haben und müssen jetzt zurückkehren zu einem Produktionsniveau, das sich innerhalb ökologischer Grenzen darstellen lässt. Und wir müssen vermeiden, dass wieder wie ein Phönix aus der Asche weiteres ruinöses Wachstum entsteht. Man nennt einen solchen Gleichgewichtszustand Steady State, ein Begriff von Herman Daly, einem der Pioniere der wachstumskritischen Wirtschaftswissenschaft. Und man nennt das Ganze eben auch, wie ich es tue, Postwachstumsökonomie. Es gibt zwischen Herman Daly und mir da eben sehr große Übereinstimmung. In der mikroökonomischen Perspektive, jetzt gehe ich also sozusagen von der Vogelperspektive an die Perspektive, sehe es so aus, dass wir Lebensstile anpassen müssen, damit Menschen in der Lage sind, ein freies, ein glückliches, ein demokratisches, vor allem sozial gerechtes Dasein zu fristen bei verringerter Produktion. Zunächst einmal müssen wir natürlich dafür sorgen, dass keine Ausgrenzung entsteht durch eine Postwachstumsstrategie. Ausgegrenzt sind Menschen nämlich dann, wenn sie nicht arbeiten können oder dürfen. Sie sind doppelt ausgegrenzt. Erstens, ihnen fehlt die Einkommensbasis und zweitens, ihnen fehlt jener Integrationseffekt, der darauf beruht, dass Menschen natürlich in Arbeit auch Sinn entdecken. Zu einer Gesellschaft zu gehören, Selbstwertgefühl zu entwickeln, akzeptiert zu sein, sozial anschlussfähig zu sein, selbst voraus Anteil zu haben an den Prozessen, die erforderlich sind, damit sich eine moderne Gesellschaft adäquat versorgen kann. Deswegen mache ich keine Abstriche am Ziel der Vollbeschäftigung. Aber wo steht eigentlich geschrieben, dass Vollbeschäftigung eben eine 40-Stunden-Woche voraussetzt? Und wenn wir dieses Dogma überwinden und eine 20-Stunden-Woche als langfristiges Ziel, wirklich nur als grober Peilwert gedacht jetzt oder als Leitbild, dann kann die Wirtschaft sehr viel kleiner werden, ohne dass wir Unterbeschäftigung haben. Jetzt kommt das zweite Problem. Wie können Menschen, die im Lebensdurchschnitt, das ist wirklich nur ein Durchschnittswert, ja, 20 Stunden, vielleicht sind es auch 18 oder 22 Stunden arbeiten, sich tatsächlich modern und adäquat versorgen. Hier gibt es 4 Gestaltungsebenen, die mir dabei wichtig erscheinen. Ein kultureller Wandel, den ich schon ansprach heute, den wir oft als Suffizienz bezeichnen. Und dieser Begriff wird sehr oft fälschlich mit Verzicht oder mit Ökodiktatur oder Unfreiheit assoziiert. Fakt ist, dass wir nicht nur vor ökologischen, vor materiellen, sondern auch vor psychologischen Wachstumsgrenzen stehen. Wir haben sehr viel Evidenz aus der sogenannten Science of Happiness, aus der Psychologie, aus der Geisteswissenschaft, aus den Kulturwissenschaften, aus der Kulturanthropologie, sehr viel Evidenz dahingehend, dass der Zusammenhang zwischen individuellem Wohlbefinden und der Kaufkraft, also der Konsummenge, die verfügbar ist, in gewisser Weise komplexer ist als das, was in den tradierten Wirtschaftswissenschaften immer angenommen wurde, nämlich dass viel auch viel hilft. Ohne Konsum werden Menschen kein adäquat zufriedenes Dasein fristen. Das ist trivial. Aber für Konsum gilt das, was für jede Medizin gilt, nämlich dass es eine Sättigungsgrenze gibt, weil ein Homo sapiens, jetzt sind wir eher im Bereich der Biologie und der Psychologie, begrenzt ist in der sinnlichen Aufnahmekapazität für Reize jeglicher Art. Ganz gleich, ob das Informationen, ob das Genüsse oder ob das die Verwendung eines Konsumguts ist. Außerdem ist der Mensch begrenzt in der Kapazität seiner psychischen Ressourcen. Und er ist begrenzt in der Zeit, die ihm zur Verfügung steht, um all das zu verarbeiten, was er infolge gewachsener Kaufkraft finanzieren kann, um sein Leben auszustaffieren mit jenen Objekten, die wir in eins setzen mit Wohlbefinden, mit Wohlstand. Daraus folgt, dass es ein sogar nutzensteigerndes, die Lebensqualität erhöhendes Reduktionspotenzial gibt. Und das hat nichts mit Verzicht zu tun, sondern mit einer Optimierung des Konsums. Ich selber habe versucht, eine zeitökonomische Theorie der Suffizienz zu formulieren. Die kann ich Ihnen aus Zeitgründen, das passt ja ganz gut, heute nicht vorführen, aber ich will gerne darauf näher eingehen in der Diskussion, wenn Sie das wünschen. Wenn wir also von der Reduktion der Konsumansprüche reden, dann muss zweierlei klar sein. Ja?
das betrifft nicht alle Menschen einer Gesellschaft. Das betrifft nicht prekär Beschäftigte, Langzeitarbeitslose oder Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger. Aber das ist dann auch eine Minderheit, von der wir reden. Und es betrifft zweitens nicht Regionen des globalen Südens. Da können wir keine Debatte über Suffizienz führen. Also geht es nicht um Verzicht. Die anderen drei Ebenen der Gestaltung möchte ich jetzt ganz kurz en bloc nur noch zusammenfassen. Die Subsistenz ergibt sich als eine Perspektive der deindustrialisierten und auch deglobalisierten Versorgung dadurch, dass wenn wir in einem Zustand uns befinden, der dadurch gekennzeichnet ist, dass wir nicht mehr 40, sondern 20 Stunden pro Woche für ein monetäres Einkommen arbeiten, dass dann 20 freigestellte, marktfreie Stunden verfügbar sind. Das ist eine Ressourcenbasis, auf der sich ergänzend, wohlgemerkt nur ergänzend, tatsächlich ein Beitrag im Sinne von Selbstversorgung erbringen lässt. Darüber hinaus brauchen wir natürlich eine stärkere Regionalökonomie. Die Regionalökonomie hat den Vorteil, dass wir auf Basis kürzerer Distanzen zwischen Verbrauch und Produktion, auf Basis eines geringeren Technisierungsgrades und auch auf Basis einer geringeren Arbeitsteilung Wertschöpfung betreiben können. Stellen Sie sich regionalökonomische Unternehmensnetzwerke vor, die nichts anderes machen als vernutzte Möbel, Fahrräder, Autos, Waschmaschinen, Computer zu reparieren, um die Nutzungsdauer zu verdoppeln. Um wie viel weniger müssen wir dann an neuen Dingen produzieren und wie viel weniger Einkommen bedarf es dann, um gut versorgt zu sein mit modernen Konsumfunktionen. Und auch die industrielle Arbeitsteilung verbleibt natürlich dann immer noch als eine Restgröße. Wenn wir es schaffen, durch eine verlängerte Nutzungsdauer und auch durch Konzepte der Gemeinschaftsnutzung mit weniger Produktion auszukommen, heißt weniger Produktion nicht Nullproduktion, sondern heißt schlicht und ergreifend, dass die verbliebene Industrieproduktion das ersetzt, aber nicht vermehrt, was also an konstanten Güterbeständen da ist. Und das Ganze ist auch nicht fortschrittsfeindlich, sondern bedeutet schlicht und ergreifend, dass wann immer nach maximierter Nutzungsdauer ein Objekt vom Bestand abgängig ist und natürlich durch Neuproduktion zu ersetzen ist, dass es natürlich nicht durch ein identisches Objekt ersetzt wird, sondern durch eines, in das jener technische Fortschritt eingeflossen ist, der während der letzten Jahre oder Jahrzehnte eben vonstatten ging. Vielleicht darf ich noch eine Folie ganz kurz auflegen, ganz grob skizziert, sieht fast ein bisschen comicartig aus. Also das Leben in einer Postwachstumsökonomie nach einem Entrümpelungsvorgang im Sinne eben von optimierten Zeitressourcen heißt eben, und das ist wirklich eine didaktische Eselsbrücke, also wirklich nur ein Leitbild, heißt 20 Stunden in einer entsprechend verkleinerten Ökonomie gegen Geld zu arbeiten, die freie Marktzeit, reaktivierte handwerkliche Kompetenzen und soziale Netze der gemeinschaftlichen Versorgung als Produktionsfaktoren zu begreifen, um selbst zu produzieren, um Dinge gemeinschaftlich zu nutzen, um Dinge zu pflegen, instand zu halten, zu reparieren und damit eben auch ein gesünderes, ein selbstwirksameres Leben zu führen. Ich glaube, mit Blick auf die Uhr mache ich hier an dieser Stelle einfach Schluss, bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich natürlich auf eine kritische Debatte. Ja, ganz herzlichen Dank für diesen wirklich spannenden und anregenden Vortrag. Und ich habe das Privileg, hier das Ganze eröffnen zu dürfen, die Diskussion. Und ich will nicht verhehlen, dass wir mit Herrn Pech auch im Vorfeld schon durchaus intensive Diskussionen hatten. Und deswegen war ich besonders gespannt, was er heute präsentieren wird. Da ich als Physiker mehr oder weniger hier indirekt angesprochen wurde, muss ich natürlich auch als Physiker mal meine Meinung äußern. In einer Gesellschaft, wo ständiges Wachstum beobachtet wird, dann kann man schon aus verschiedenen Gründen das nicht unendlich fortsetzen. Allein das Bevölkerungswachstum setzt hier ganz klare Grenzen. Ne? CO2 ist natürlich die nächste Grenze und mit Sicherheit gibt es weitere Grenzen, die wir noch gar nicht kennen. Irgendwelche Ressourcenknappheit von irgendwelchen entscheidenden Ressourcen, die wir noch gar nicht kennen. Wasser ist die nächste Frage. Ne? Also jeder denkende Mensch muss verstehen, dass das Ganze nur langfristig funktionieren kann, wenn wir tatsächlich irgendein Steady State erreichen. Ein Konzept, was in der Physik schon seit vielen hundert Jahren bekannt ist und natürlich auch in der Wirtschaft
denke ich schon, der Zustand sein muss, zu dem man hin muss. Ja? Wie das jetzt mit Bruttoinlandsproduktwachstum vereinbar ist, weiß ich nicht. Das müssen wir die Ökonomen erklären, ob das geht. Ne? Die entscheidende Frage ist also tatsächlich, wie es hier vorgestellt wurde, wie kann man es erreichen? Sind also, sage ich jetzt mal, staatlich organisierte Regulierungen, das war der linke Block von Herrn Pech, gänzlich zum Scheitern verurteilt, so wie das im Vortrag kam. Da bin ich noch nicht überzeugt, was den Vortrag angeht. Deswegen würde mich ganz gern die Meinung von Frau Petersen dazu interessieren. Oder ist es vielleicht eine Kombination von beiden, was Herr Pech vorgestellt hat? Es ist völlig klar, auf eine Tonne CO2 zu kommen, da führt kein Weg dran vorbei. Und ich denke schon, dass die Gesellschaft, und das lässt sich jetzt natürlich auch nur international lösen, zu einer Erkenntnis kommt, dass Gerechtigkeit und, naja, so wie es am Anfang gesagt wurde, einen Rahmen schaffen wird, mit dem man auskommen muss. Ne? Wie man das dann erreicht, das ist eine spannende und ganz wichtige Diskussion, die vielleicht auch die kommenden Generationen lösen müssen. Und da denke ich schon, dass Herr Pech eine wunderbare Anregung hier gegeben hat. Ich würde damit vielleicht ganz gerne Sonja Petersen bitten, die ja uns vorgestellt hat, was man mit CO2-Reduzierung machen kann. Gerade haben wir ja heute gehört, dass das nicht funktionieren kann. Ist das so strikt oder sind die, würde ich mal sagen, grünes Wachstumsökonomen, sollte ich das jetzt nennen, optimistischer? Das wäre vielleicht der Einstieg in die Diskussion. Ja, vielen Dank, dass ich hier sozusagen eine etwas privilegierte Position habe. Die erste Auftaktfrage. Bisschen lauter, wenn es geht. Das Mikrofon runterklappen. Sorry, Entschuldigung, ich habe zwischendurch ein bisschen was getrunken. Ja, vielen Dank, dass ich hier die Chance habe, sozusagen in etwas herausgehobener Position am Anfang den Auftakt zu einer sicherlich spannenden Diskussion geben zu dürfen. Ich bin selber von Haus aus das, was man vermutlich eher als klassische Ökonomin oder wahrscheinlich würden einige auch neoklassisch sagen, obwohl ich das selber für mich ablehnen würde, sagen können. Und habe vielleicht ein bisschen anderen Blick auf die Dinge. Ich würde aber, Herr Pech, sehr spannender Vortrag, ich habe ihn also sehr interessiert gefolgt und würde an auch sagen, die Problemdarstellung, die teile ich vollkommen und auch die Vision, die Sie für eine andere Gesellschaft aufzeigen, kann ich aus privater Sicht, glaube ich, also sehr viel mit anfangen. Ich würde vielleicht doch sagen, dass ich noch einen dritten Weg, also Sie haben so gesagt, es gibt einerseits grünes Wachstum, andererseits Postwachstumsökonomie. Ich würde sagen, es gibt schon noch einen dritten Ansatz, dem ich mich auch zurechnen würde, nämlich eine Gruppe in der Ökonomie, denen eigentlich es relativ wurscht ist, ob das BIP jetzt wächst oder nicht, die sich vermutlich aber auch nicht so einem starken kulturellen Wandel, wie es eine Postwachstumsökonomie ist, verschreiben würden, die sich dafür interessieren, wie bestimmte ökologische Grenzen eingehalten werden können. Und also zum Beispiel, ich selber ja eben, wie können die CO2-Ziele, die Sie ja selber auch genannt haben, also letztendlich eine komplette Dekarbonisierung, wie kann das eigentlich erreicht werden? Und dabei ist es mir eigentlich herzlich egal, ob das BIP am Ende dann wächst oder fällt oder was immer damit eigentlich passiert. Ich glaube, es besteht auch Einigkeit darüber, dass das kein guter Wohlstandsindikator ist. Ob er jetzt nicht wachsen kann, wie Sie es dargestellt haben, da bin ich mir jetzt nicht so 100% sicher. Also ich würde sagen, da ist der letzte Beweis vermutlich nicht geführt. Sie haben ja immer sehr stark von industrieller, arbeitsteiliger Produktion quasi gesprochen. Aber große, also BIP ist es auch zum Beispiel der ganze kulturelle Bereich, wo einem jetzt eigentlich erst in der Corona-Pandemie, ja, wenn man die Zahlen hört, bewusst wird, wie viele, sag ich mal, wirtschaftliche, also welcher Wirtschaftsfaktor das zum Beispiel auch ist. Das ist sicherlich gleichzeitig ein sehr wertvoller Teil unserer Gesellschaft, der vielleicht auch in einer Postwachstumsökonomie eine Rolle spielen würde. Also es müssen ja nicht immer wirklich materielle Güter sein, die da produziert werden. Es sind zunehmend Dienstleistungen. Wie gesagt, aber mich interessiert eigentlich auch gar nicht so doll, ob das BIP am Ende eigentlich wächst oder nicht. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass gerade in dieser aus der Postwachstums- oder Wachstumskreditecke diesem BIP dann doch wieder irgendwie so ein Fetisch wird, den er aus meiner, also
genauso ein Fetisch ist für diejenigen, die vielleicht eher klassisch denken. Und wie gesagt, mein Ansatz wäre eher genau zu gucken, wie kommt man dann eigentlich dahin, bestimmte Ziele zu erreichen. Und da habe ich sozusagen also noch eine Bemerkung und dann eine Frage auch tatsächlich. Ich will hier auch kein Co-Referat halten. Also eine Bemerkung zu einem, Sie haben ja das europäische Emissionshandelssystem kritisiert, als Sie aufgezeigt haben, dass tatsächlich, also wenn jetzt mehr Erneuerbare produziert werden, dass an anderer Stelle mehr emittiert wird. Das ist sicherlich ursprünglich der Fall gewesen und ein grundlegendes Problem dieses Instruments. Dazu muss ich aber zum einen sagen, es ist ja schon so, dass sich die Ziele, die gesetzt werden und die Erneuerbaren, die wir haben, nicht unabhängig voneinander sind. Also, dass die EU sich zunehmend striktere Emissionsziele setzt, würde ich mal sagen, ist nicht unabhängig davon, dass es immer mehr Erneuerbare gibt und zwar quasi damit der Beweis erbracht wurde, diese Ziele können überhaupt erreicht werden. Und zum anderen hat man die Marktstabilitätsreserve geschaffen, die dem Markt Zertifikate entzieht, wenn es sozusagen ein Überangebot an Zertifikaten gibt. Das wirkt genau dem Mechanismus entgegen, den Sie genannt haben. Wo ich jetzt meine Frage sozusagen stellen würde, oder ist, was ich nicht so ganz in der Logik verstehe, warum Sie sozusagen in Ihrem Modell mit diesen 20 Stunden Arbeit also kommerzielle Arbeit und 20 Stunden andere Arbeit, warum das notwendigerweise ein gutes Prinzip sein soll. Also ich selber habe bestimmt und sozusagen der Betonung, dass man selber dann irgendwelche handwerklichen Tätigkeiten entwirft, dieses Prinzip des Tauschens, dem ja dann die Kommerzialisierung Geld als Tauschmittel zugrunde liegt, ist ja doch auch schon uralt und dem geschuldet, dass in typischerweise beide Seiten von so einem Tausch profitieren. Natürlich dürfen da keine Dritten sozusagen leiden. Das heißt, so ein Tauschprinzip muss so organisiert werden, dass eben Grenzen gesetzt werden, dass zum Beispiel eben ökologische Grenzen eingehalten würden. Aber ich sehe überhaupt nicht ein, warum ich jetzt als jemand, der irgendwie beim Fahrradreparieren überhaupt kein Geschick hat und auch keinen Spaß, warum es dann schlechter sein soll, wenn ich da 20 Stunden, 21 Stunden arbeite und dafür meinem lokalen Fahrradhändler, den ich hier sehr schätze im Ort, mein Rad bringe, damit er das reparieren kann. Oder aber auch ein sehr toller Mensch hier im Ort, ein toller kleiner Schuhladen, der repariert alles, was es irgendwie gibt. Warum soll ich nicht eine Stunde mehr arbeiten und die Schuhe dann dahin bringen, statt dass ich sie selber mir versuche, irgendwie mühsam zu flicken? Also Das leuchtet mir nicht ganz ein und mich würde noch mal interessieren, weil das ist das, was mich sozusagen auch beschäftigt. Wie kommt man denn eigentlich dahin, dass ökologische Grenzen eingehalten wurden? Und ich finde, wie gesagt, die Vision ganz spannend und kann die für mich selber sogar auch als etwas annehmen, was ich mir für mein eigenes Leben vorstellen kann. Aber ich habe doch keine Vorstellung davon, wie eine ganze Gesellschaft dahin kommen soll, während ich schon eine Vorstellung davon habe, wie solche Instrumente wie ein Emissionshandel, die den Emissionen einfach Grenzen setzt, die nicht überschritten werden dürfen, wie das dann dazu führt, dass tatsächlich diese Grenzen eingehalten werden. Denn dass man solche Instrumente braucht, das sehe ich. Ohne so eine Grenze haben wir den Rebound-Effekt und sie wird natürlich nicht eingehalten. Aber mit diesen Grenzen finde ich das schon ein sinnvolles Instrument. Gut, also diese beiden Fragen, wie wollen Sie zu Ihrer Vision hinkommen? Und die andere Frage, warum sind Sie so kritisch gegen solche Tauschmechanismen? Das scheint mir doch ein bisschen sehr preskriptiv zu sein. Vielen Dank. Okay, vielen Dank für die Frage und das gebe ich natürlich sofort weiter. Jetzt darf endlich unser Sprecher zu Wort kommen. Ja, danke Frau Petersen. Zunächst einmal, dass es einen dritten Weg gibt zwischen grünem Wachstum und wachstumskritischen Ansätzen, das stelle ich in Abrede. Das ist auch wirklich, wenn man so sagen will, fast so eine Umetikettierung. Wir sollten als Wirtschaftswissenschaftler der Gesellschaft die Wahrheit sagen und sollten das Entkopplungsproblem adressieren. Ich kann mich nicht einlassen auf eine Klimaschutz- oder Nachhaltigkeitsstrategie und einfach so tun, als würde ich nicht wissen, ob das mit wirtschaftlichem Wachstum einhergeht oder nicht, weil sonst daraus natürlich Erwartungen erwachsen an die Politik, auch an die Zivilgesellschaft, so nach dem Motto, ach, wir können eben doch wieder auf Technik setzen, weil es ist ja nicht ausgemacht, vielleicht kann die Wirtschaft auch wachsen. Also ich würde die Theoreme und auch die Argumentation, die ich teilweise skizziert habe, die würde ich dann bitte auch gerne mal widerlegt sehen. Vor allem möchte ich auch deutlich machen, und hoffentlich kriege ich jetzt den Applaus der Physiker, deutlich machen, dass also die Tradition von Nicolas Ceausescu-Rögen, nämlich endlich mal die Physik einzubeziehen,
in die Wirtschaftswissenschaft, also dass das endlich mal Platz greift. Es ist ja fast wie ein Dogma der katholischen Kirche, dass also die Thermodynamik einfach rausgelassen wird aus der Wirtschaftswissenschaft und überhaupt nicht geprüft wird, auf welche Weise sich eben industrielle Produktion ökologisch auswirkt und ob sie wirklich entkoppelt werden kann. Wenn Sie sagen, es interessiert mich aber nicht, dann würde ich sagen, also das ist für mich so ein bisschen unbefriedigend. Davon möchte ich mich als Nachhaltigkeitsforscher nicht bezahlen lassen, dass ich sage, wir machen jetzt irgendeinen Klimaschutz, können aber nicht sagen, wie die Gesellschaft sich darauf vorbereiten muss. Ich muss der Gesellschaft sagen, ob sie noch die 40-Stunden-Woche aufrechterhalten kann, ob sie noch dreimal im Jahr Urlaub macht mit dem Flugzeug, ob das vereinbar ist oder nicht vereinbar ist mit einer Klimaschutzstrategie. Wenn ich das nicht tue, dann lande ich in genau diesem Fegefeuer, das wir derzeit haben. 95% aller Menschen, die Sie befragen, es gibt ja Umfragen zum sogenannten Umwelt- und Klimaschutzbewusstsein, sind empört darüber, dass die Bundesregierung zu wenig macht in Sachen Klimaschutz. Aber wenn dann als nächstes gefragt wird, wie viel weniger Fleisch, Wohnraum und Urlaubsreisen die Menschen denn auch bereit sind hinzunehmen, dann heißt es, ja, so ist es nicht gemeint. Ne? Und ich glaube, die Wissenschaft hat die Pflicht, hier etwas kritischer zu sein. Die Politik kann es nicht, sie wird nicht gewählt, wenn sie schlechte Botschaften vermittelt. Die Wirtschaft kann es nicht, sie verdient kein Geld mehr. Und die Kirche kann es nicht, der laufen die Schäfchen weg. Und die Medien können es nicht, den laufen die Follower weg. Also müssen wir es tun. Und darauf beharre ich auch. Dann haben Sie vom kulturellen Bereich gesprochen. Ich kann mich nur wiederholen. Nein, es gibt keinen kulturellen Bereich, der dazu beiträgt, die Wirtschaft zu entkoppeln. Alle Menschen, die in Deutschland kulturelle Arbeit verrichten, leben nicht sparsamer als Sie, ich und alle anderen Leute auch. Die produzieren keine Autos mehr. Wer produziert die? Die Chinesen? Die produzieren auch keine Smartphones. Die gehen auf die Bühne. Wer produziert die Smartphones der Künstler? Die Inder. Also wissen Sie, das ist eben wichtig, dass wir die Verwendungsseite des Bruttoinlandsproduktes anschauen. Wir können die Bundesrepublik umbauen in eine Gesellschaft der Berater, der Pfleger, der Masseure, der Theaterregisseure und der Musiker. Und es kann sein, dass wir nichts an ökologischer Entlastung haben, weil die Menschen für diese ja immaterielle Arbeit ein hohes Einkommen erzielen und dafür genau dasselbe kaufen oder noch mehr als bisher, weil wir die Produktion ausgelagert haben. Also da ist eine Inkonsistenz in diesem System. Die Konsistenz sehe so aus, wenn ein Pfleger, ein Künstler, immateriell arbeitet, ein Einkommen erzielt und für dieses Einkommen wieder Kunst und Pflege kauft, dann würde das Wunder der immateriellen Wirtschaft tatsächlich stattfinden. Nur ist das kein Wunder, weil der Pfleger und der Künstler dann verhungern und kein Auto zum Fahren haben und auch kein Haus. Also das müsste man mal weiter zu Ende denken. Dann haben Sie gesagt, ich hätte das Cap-and-Trade-Modell kritisiert. Das stimmt nicht. Ich habe die Politik kritisiert. Ich habe den Wildwuchs der Politik eigentlich kritisieren wollen. Ich bin begeisterter Anhänger des Cap-and-Trade-Modells. Dales, nicht Daly, Dales, der das 68 erfunden hat. Eigentlich geht es auch ein bisschen auf Ronald Coase zurück. Ich bin Fan von diesen Leuten. Aber das Problem ist nicht Cap and Trade. Das Problem ist, ich brauche eine politische Mehrheit dafür, den Cap so runterzusetzen, dass er auch wirklich eine Entlastung darstellt. Und wenn dann keine Technologie da ist, die für eine Entkopplung sorgt, dann ist das Senken des Caps gleichbedeutend mit einer Verringerung des Wohlstandes. Das ist das Problem und nicht, dass das Cap-and-Trade-Modell schlecht ist. Da muss ich Ihnen schon recht geben. Ja. Dann haben Sie an einer Stelle gesagt, es sei doch eine Vermehrung der erneuerbaren Energie feststellbar und das sei ein Beweis, dass wir Ziele erreichen können. Wissen Sie, das ist eben mein Punkt. Eine völlig inkongruente Zielvariable. Wissen Sie, wenn die Menschen immer häufiger im Flugzeug sitzen, Kreuzfahrten buchen, SUVs fahren, jedes halbe Jahr ein neues Smartphone kaufen und dann zur Gewissensentlastung Kunde bei den Schönauer Elektrizitätswerken werden oder sich eine PV-Anlage aufs Dach setzen oder, wie ich das selber mache, ich verkaufe das, ich bin im Aufsichtsrat einer Energiegenossenschaft, ein Mieterstrommodell machen, dann kommt auch durch den Zuwachs an erneuerbaren Energieträgern keine Entlastung raus. Dann wächst einfach beides um die Wette. Also das, Sie können nur Erfolge bemessen auf Basis der durchschnittlichen individuellen CO2-Bilanzen. Sorry, sonst kommen wir in Konflikt mit einer widerspruchslosen Nachhaltigkeitsdefinition. Und dann fragen Sie, warum ich also die Marktwirtschaft
als nicht sozusagen den einzigen Mechanismus der Transaktion von Gütern ansehe, weil ich eine 20-Stunden-Woche empfehle. Natürlich aus folgendem Grund. Wenn Sie Geld als Tauschmittel einsetzen, dann ist Geld letzten Endes die Basis für technisierte Arbeitsteilung. Sonst brauchen Sie kein Geld. Und diese technisierte Arbeitsteilung ist ökologisch nicht als schadlos darstellbar. Ich habe aber auch nicht gesagt, dass alles jetzt entkommerzialisiert werden soll. Dieses Vier-Ebenen-Modell betraf ja die Suffizienz, die Subsistenz und es ging um eine ergänzende Subsistenz. Es bleibt eine Regionalökonomie und da haben Sie völlig recht, dass es immer Bereiche geben wird. Da ist es besser, wenn wir nicht subsistent vorgehen, also nicht alles selbst reparieren, sondern kaskadisch, nachdem wir unsere Potenziale der eigenen Subsistenz ausgeschöpft haben, dann natürlich die Regionalökonomie oder auch handwerkliche Betriebe in Anspruch nehmen. Aber wenn wir praktisch nicht zurückkehren zu einer ergänzenden Wirtschaft, die ohne Technik, die ohne externe Zufuhr von fossilen Energieträgern und natürlich Mineralien auskommt, dann landen wir wieder in dem alten Industriemodell und haben die Entkopplungsfrage. Und dann haben wir auch noch nicht über die finanziellen Rebound-Effekte gesprochen, die natürlich mit der Geldwirtschaft untrennbar verbunden sind. Und die Subsistenz, das ist mir wichtig, und da haben Sie einen wichtigen Punkt auch, finde ich, angesprochen, ist keine Abkehr von der Arbeitsteilung. Wenn wir eine ergänzende urbane Subsistenz in der Praxis betrachten, und es gibt genug Praxisbeispiele, ich forsche in dem Bereich, dann stellen wir fest, dass es sogenannte Prosumenten gibt, das sind Menschen, die eben vielleicht nicht mehr Vollzeit arbeiten und die freigestellte Arbeitszeit investieren in ergänzende Selbstversorgungsleistungen, dann machen die nicht alles. Die können nicht gleichzeitig Fahrräder und Computer reparieren und eine Streuobstwiese bewirtschaften, sondern die spezialisieren sich und tauschen in Netzen nach wie vor eben auch Güter. Und das geht eben sehr gut auch ohne Geld, das stellt sich heraus. Aber ich will die Geldwirtschaft nicht abschaffen. Genau genommen habe ich ein duales Modell beschrieben, das zur Hälfte immer noch, so wie Sie das auch zu präferieren scheinen, auf Basis der Geldwirtschaft, auf Basis unternehmerischer Kreativität und auf Basis der Marktwirtschaft funktioniert. Ich bin kein Marxist und kein Planwirtschaftler, das muss schon klar sein. Aber die Größe ist für mich dann eben wichtig. Dann haben Sie noch gesagt, okay, Rebound-Vermeidung durch entsprechende Rahmenbedingungen, das geht nicht. Mit Cap and Trade und mit einer CO2-Steuer werden Sie keine Rebound-Effekte vermeiden. Die materiellen Rebound-Effekte beruhen darauf, dass die Technik, die zum Einsatz gelangt, um Entkopplungsversuche zu unternehmen, zu einer räumlichen, zeitlichen, stofflichen und systemischen Verlagerung der ökologischen Schäden führt. Deswegen habe ich die Bilder mit der Windkraft gezeigt. Und diese Rebound-Effekte werden sogar gesteigert, wenn Sie eine CO2-Steuer, gegen die ich nicht sein muss, wenn Sie also sozusagen für eine höhere CO2-Steuer haben oder auch ein Cap-and-Trade-Modell. Und dann, wie kommen wir dahin? Ich habe die Frage offen gelassen. Ich glaube, dass wir im Moment natürlich nicht müde werden dürfen, die Politik in die Pflicht zu nehmen. Da würde ich Ihnen immer recht geben. Aber die Politik steht an einem kolossalen Wendepunkt, der noch nicht erkannt wurde. Offenbar nicht mal in den Wirtschaftswissenschaften. Vor genau 100 Jahren haben wir angefangen, über Umweltpolitik zu reden, als Arthur Pigou in London sein epochales Werk The Economics of Welfare vorgelegt hat. Jede bis dato vorgelegte Konzeption einer Umwelt, einer Ökologie, einer Nachhaltigkeits- oder Klimapolitik wurde immer nur und ausschließlich unter dem Vorbehalt betrachtet, dass es eine Entkopplung des Wohlstandes gibt. Dass man den Menschen also von politischer Seite aus sagen kann, hey, wählt mich, ich subventioniere dieses, verbiete das, hab Cap and Trade oder mach sogar noch eine Ökosteuer und der Wohlstand wird umgewälzt. Das ist die Entkopplungsstrategie. Wenn ich jetzt weiß, dass die nicht funktioniert und ich stelle mich vor das geneigte Wahlvolk und sage, wählt mich, dann gibt es weniger Flughäfen, weniger Fleisch, weniger Wohnraum und das Smartphone muss 10 Jahre halten. Dann haben wir ein Problem. Das ist noch nicht versucht worden. Und wenn das leise mal, wie etwa in den Kreisen der Grünen, im Flüsterton auch nur angedeutet wurde, 5 D-Mark, D-Mark damals noch, 1998 für 1 Liter Sprit oder ein Veggie Day, dann werden die Politiker, die das sagen, die werden von der eigenen Partei, das haben wir bei Hallo Seipold gesehen, in dünne Scheiben geschnitten. In der Bild-Zeitung und überall werden dann natürlich mediale Hetzjachten veranstaltet. Wir haben schlicht und ergreifend
wenn die Entkopplung nicht funktioniert, ein Problem damit, die Mehrheiten zu generieren, die die Politik ermächtigen, eine echte Reduktionsstrategie dann auch wirklich umzusetzen. Meine These ist, die Politik wird erst dann in der Lage sein, das umzusetzen, wenn wir in der Gesellschaft durch dezentrale Beispiele, Blueprints, Reallabore, auch kleine Widerstände gegen den Steigungswahn, wenn wir da eine Basis schaffen, sodass die Politik die Angst verliert vor den Wählern, die sonst ihren Freiheitsverlust oder ihren Wohlstandsverlust beklagen, wenn eine echte Klimaschutzpolitik etabliert würde. Okay, ich wollte gerade einhaken, denn wir wollen es vermeiden, dass wir hier einen Diskurs unter Ökonomen führen, sondern wir haben ja auch noch, würde ich mal sagen, Publikum, was wir nicht aus diesem Bereich kommt. Dennoch zeigt das, dass es eine spannende Diskussion ist, auch in diesem Feld. Und ich hoffe, dass das auch vielleicht, siehe dritter Weg, vielleicht zu neuen interessanten Entwicklungen mal kommt. Damit will ich jetzt das Wort übergeben an Tobi, oder wie macht ihr das? Was gibt es für Fragen? Ja, hallo. Ich freue mich, dass wir jetzt zu dem Diskussionsteil kommen, wo wir eure Fragen an Herrn Pech weitertragen. Ganz kurz zu mir. Ich bin Monja, Doktorandin aus der Materialwissenschaft. Ja, danke Monja. Ich muss ehrlich gestehen, das ist auf jeden Fall eine Neuheit, dass sozusagen wir jetzt in diesem virtuellen Format eine dieartige Diskussion haben. Das heißt, wir sind sozusagen erst unter den Experten jetzt in die Diskussion gekommen. Das ist super, weil das natürlich sonst in der physischen Veranstaltung sicherlich noch eher möglich wäre als in dieser Form, weil wir natürlich auch keine Experten sind. Von daher Dankeschön an Frau Peterson und Nico für diesen Einblick in eine sehr lebendige Expertendiskussion. Und wir haben natürlich eben auch, wie ich jetzt, Leute, Zuhörerinnen und Zuhörer vor Ort, die natürlich nicht so tief einsteigen können. Mich würde mal aus einer persönlichen Warte interessieren, also zum einen hast du ja durchaus extensiv aufgezeigt, dass es einfach schon seit Jahrzehnten Kritiker am Wachstum gibt. Und mich würde jetzt aus einer Seite interessieren, wie du damit umgehst, also wie man sozusagen bei so viel Kritik immer noch diese Motivation behält, weiterzuarbeiten. Und das Zweite, wie es dann sein kann, dass trotz dieser ganzen Kritik es zu diesem, ich formuliere es mal provokant, zu dieser Mehr an unendlichem Wachstum gekommen sein kann. Also, naja gut, ich meine, natürlich ist mein Ansehen unter ganz bestimmten Kolleginnen und Kollegen nicht besonders hoch. Andererseits ist es, glaube ich, eher gestiegen. Aber ich bin ja nicht nur Wachstumskritiker. Ich habe also keineswegs, wie in der Anmoderation heute gesagt wurde, 30 Jahre in dem Bereich geforscht. Ich habe 30 Jahre in der nachhaltigen Wirtschaftswissenschaft geforscht. Aber mein Profil als Wachstumskritiker ist doch eher vor 15 Jahren oder so in Erscheinung getreten. Ich habe in so vielen anderen Bereichen gelehrt und geforscht, in der tradierten Betriebswirtschaftslehre und so weiter. Deswegen glaube ich, dass man mich dann eben nicht nur als Wachstumskritiker darstellen kann. Und ich bin zugleich Volkswirt und Betriebswirt und lehre eben auch in vielen anderen Fächern. Aber man hat es sicherlich nicht leicht als Wachstumskritiker, zumindest dann nicht, wenn man Wachstumskritik in der Form beschreibt und daraus Konsequenzen zieht, wie ich das tue. Es gibt auch immer die Wachstumskritik Light, die dann immer unter so viel Vorbehalte gestellt wird, dass dann am Ende letzten Endes so eine Art Kuschelnachhaltigkeit dabei herauskommt. Das ist das eine. Das andere, Moment, was war die zweite? Entschuldigung, was war die zweite Frage? War heute ein langer Tag, ich muss mich entschuldigen. Klar, super, dass du so lange durchhältst. Die zweite Frage war, wieso es eigentlich trotz dieser jahrzehntelang... Ach so, okay, ja. Also ich denke mal, wir haben ein Kulturmodell erschaffen mit dem Aufbruch in die Moderne. Ein Kulturmodell, das darauf beruht, menschlichen Fortschritt zu begreifen als ständige Expansion von Freiheiten und von Selbstverwirklichungsmöglichkeiten. Die erste Idee der Freiheit, die mit der Aufklärung dann eben aufkam, war die Freiheit von etwas. Das heißt, wir mussten uns befreien von der Bevormundung durch Adel, durch Klerus. Wir mussten uns befreien von selbstverschuldeter Unmündigkeit, das hat Immanuel Kant, finde ich, sehr gut dargelegt, und wir mussten uns befreien vom Dreck, der mangelnden Hygiene, der Kindersterblichkeit
und vor allem von der Arbeitsplackerei und von der Knappheit. Und dabei haben wir natürlich viele technische Mittel eingesetzt. Ich sprach ja schon von 4 industriellen Revolutionen, von denen die letzte jetzt gerade anfängt, Schwung zu nehmen. Industrie 4.0 ist Ihnen und euch ja hinlänglich auch bekannt. Und mit diesem Aufbruch in die Vermehrung menschlicher Freiheit haben wir selbstverständlich auch nebenbei eine andere Kultur erschaffen. Wir sind inzwischen in einer Welt angelangt, in der das Selbstwertgefühl eines Individuums, aber auch die soziale Beachtlichkeit, die ein Mensch erreicht, untrennbar verbunden ist eben mit materialisierten Freiheiten. Sag mir die Automarke, die du hast, und ich sage dir, wer du bist. Bist du Samsung oder bist du schon Apple? Wie ist die Architektur deines Hauses? Was ist die Marke deiner Klamotten? In welchen Kneipen bist du? Wo warst du letztens Skifahren? Also, was wir wissen müssen, ist, dass alle materiellen Artefakte, die wir erschaffen, die das Resultat von Wirtschaft im weitesten Sinne sind, sind nicht einfach Werkzeuge und Gegenstände oder Maßnahmen zur Beseitigung einer, wie auch immer, objektiv darstellbaren Knappheit. Sie sind Visitenkarten. Sie sind das Einzige, was noch verblieben ist in einer modernen Gesellschaft, was uns Identität verleiht. Und weil das so ist, tun sich Menschen natürlich schwer damit, anders zu leben, als in einem nach oben offenen Erwartungskorridor, der Gestalt, dass jedes Jahr die Dinge, die ja die Freiheit verheißen und die auch Freiheit kommunizierbar machen, dass diese Dinge sozusagen ständig vermehrt werden. Das ist ein kultureller Prozess. Und wenn natürlich Einzelne ausscheren aus diesem Prozess, sind sie plötzlich in einer defensiven Situation. Sie müssen sich rechtfertigen. Ihnen wird keine Beachtlichkeit, keine soziale und kulturelle Anschlussfähigkeit zuteil. Und deswegen ist es schwierig, aus dem Wachstumsprozess ohne weiteres auszuscheren. Ja, vielen Dank. Ich habe auch noch eine ganz kurze persönliche Frage an Sie. Und zwar, gab es einen Schlüsselmoment, wo Sie dachten, so kann es nicht weitergehen, der Sie dazu veranlasst hat, sich so für die Postwachstumsökonomie einzusetzen und das Ganze weiterzudenken? Nein. Also Umwelt- und Naturschutzbelange haben mich schon als Kind und als Teenager immer irgendwie, beschäftigt, weil ich aufgewachsen bin in einem Ort nahe der holländischen Grenze, wo also schon in den 70ern so viel ökologische Verwerfungen eigentlich feststellbar waren, dass mich das Thema nie losgelassen hat. Aber daraus folgte nicht für mich notwendigerweise jetzt wirtschaftliches Wachstum als Problem zu sehen. Ich habe dann in den 80ern und in den 90ern selbst daran geglaubt, dass man mit erneuerbaren Energieträgern, mit ökologischem Landbau und natürlich mit vielen, vielen technischen Innovationen in der Kreislaufwirtschaft und auch in der ökologischen Effizienz etliches erreichen kann. Aber spätestens Anfang der Nullerjahre kam Katerstimmung auf, weil wir geradezu versanken unter einer Lawine all dieser neuartigen technologischen Innovationen und die ökologischen Belastungen nahmen nur noch grassierender zu. Und das hat ja nicht nur mich, sondern auch andere dazu bewogen, doch wieder den Blick auf das Wachstum halt zu richten und darüber nachzudenken, ist es nicht doch eine Frage des Wachstums und gibt es Möglichkeiten, das Wachstumsdogma zu überwinden? Also das einzelne Schlüsselerlebnis könnte ich da jetzt nicht nennen. Trotzdem, vielen Dank. Dann komme ich mal zu der ersten Publikumsfrage. Vielleicht können Sie dazu auch etwas sagen. Wie sieht es mit dem CO2-neutralen Wasserstoff aus, der gerade in Politik und Medien als Lösung der Energiesituation gesehen und stark gefördert wird? Was halten Sie davon? Wasserstoff ist nicht CO2-neutral, sondern Wasserstoff ist ein Medium, das man als Speichermedium bezeichnen könnte. Die Frage, wie ich Wasserstoff herstelle, ist das Entscheidende. Ich kann Wasserstoff eben auch mit fossilem Strom, mit Elektrizität. Ich brauche immer Elektrizität, das ist, glaube ich, bekannt. Also gut, wir haben ja hauptsächlich Physiker, okay, und Physikerinnen. Ist völlig klar, dass es davon abhängt, wie viel Elektrizität wir haben. Die Wasserstofftechnologie ist nicht ausgereift. Sie ist auch gefährlich, Wasserstoff zu transportieren, Wasserstoffleitungen zu bauen oder auch Gefäße oder Tanks oder Fahrzeuge mit Wasserstoff in irgendeiner Form zu versorgen, setzt eine so gravierend andere Infrastruktur voraus, dass ich mir die Frage stelle, was sind das für Umgestaltungen, was sind das für materielle Rucksäcke, die wir dann sozusagen auf uns nehmen müssen. Und ich stelle mir die Frage, wo soll die Elektrizität herkommen? Elektrizität ist ein knappes Gut und ich kann eine Entknappung
dieser Ressource nicht erreichen durch erneuerbare Energieträger. Erneuerbare Energieträger sind nicht unerschöpflich. Wind ist eine knappe Ressource. Und da möchte ich jetzt mal gerne eine Antwort auch von den anwesenden Physikerinnen und Physikern haben. Wie ist denn das zum Beispiel, wenn ich die norddeutsche Tiefebene vollstelle mit Windkraftanlagen und schöpfe den Wind ab, der pro Tag durch Sonnenaktivitäten und so weiter erzeugt wird, dann ist der Wind verbraucht. Er steht nicht mehr für die Wetterbildung zur Verfügung. Es gibt inzwischen Einwände gegen die Windenergie, die ich gar nicht teile. Ich stelle das nur als Frage dergestalt, dass in manchen Gegenden, wo viele Windparks also in entsprechender Dichte errichtet wurden, der Wind fehlt, der für die Regenwolkenbildung erforderlich ist. Also erneuerbar und unbegrenzt verfügbar sind zwei unterschiedliche Kategorien. Dasselbe gilt für Solarenergie. Irgendein Schlauberger, der noch weniger Ahnung von Physik hat als ich, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Die Sonne schickt keine Rechnung«. Natürlich nicht, weil die Flächen, die ich brauche für die PV und so und Solarthermiepaneele, sind ja auch nicht auf der Sonne, sondern auf der Erde. Das heißt also, wenn ich eine Wasserstoffwirtschaft errichte und meine, das sei eine Lösung des Problems, dann erinnert das an einen Witz, den Otto Walkes in den 70ern immer erzählt hat. Er sagte, liebe Leute, große technische Innovation im Wasserbereich, wer in der Wüste ist und dem das und einem geht das Wasser aus, ganz einfach, Wasser instant nehmen, einen Teelöffel Wasser instant kurz aufgießen und man hat das frischste Wasser. Das ist das Problem mit dem Wasserstoff. Solange die Energieherkunft nicht geklärt ist und ich weiß, dass erneuerbare Energieträger auch limitiert sind, weil sie an ökologische und an physische Grenzen stoßen, muss ich zwar nichts gegen Wasserstoff haben, das ist nicht mein Thema, aber Wasserstoff löst nicht das eigentliche Wachstumsproblem. Okay, da ich hier als Physiker angesprochen wurde, erster Kommentar, wir sind hier, die Physiker sind absolut in der Unterzahl, das muss ich mal richtig stellen. Ach so. Ja, mit dem Wasserstoff, das sehe ich ganz genauso, ist ein idealer Energiespeicher, wenn man ihn vernünftig herstellen kann. Aber klar, der Energieaufwand ist gigantisch, ne? Und was die Windräder angeht, selbst wenn man die ganze Tiefebene vollstellt, die Windräder nehmen sich dann gegenseitig den Wind von den Rotoren. Das heißt, die müssen dann einen viel größeren Mindestabstand haben. Und ich glaube auch, dass man damit das Problem nicht lösen würde, von der Instabilität mal ganz abgesehen. Meine verlockende Idee ist natürlich, wenn man dem Wind so viel Energie entzieht, dass vielleicht die ganzen Stürme ausfallen und dass vielleicht die Katastrophen ausfallen, dass man noch mehr und höhere Windräder baut. Aber ich glaube, das wird so einfach nicht realisierbar sein. Also ich glaube, das ist keine Lösung. Damit gebe ich weiter. Dann habe ich vielleicht noch eine Frage hier gefunden, die zu dem Thema passt. Sie haben am Anfang eine Grafik gezeigt, da stach der hohe Anteil der regenerativ erzeugten Energie in Schweden und auch in Norwegen hervor. Und Schweden und Norwegen haben aber einen viel höheren Energieverbrauch pro Kopf der Bevölkerung, etwa durch die Bevorzugung sehr großer privater Pkw, das Vorwärmen von geparkten Fahrzeugen im Winter etc. Außerdem haben sie eine viel bessere Pro-Kopf-Ausstattung an Natur. Das heißt, schwedisch Vattenfall, deutsch Wasserfall, dergleichen Wasserkraftwerke an der norwegischen Westküste. Andererseits finden in Ländern wie Rumänien ein großer Teil der Wirtschaft im durch hohe Wiederverwertungsquoten geprägten Schattenbereich statt. Kann man also aus dem Anteil regenerativ erzeugter Energie Rückschlüsse wirklich weitgehend auf die Ökologiefreundlichkeit einer Gesellschaft ziehen? Um Gottes Willen, nein, eben nicht. Die Grafik habe ich nicht gezeigt, um diese These zu unterlegen, sondern ich wollte damit nur zeigen, dass ausgerechnet das Land, das als Blueprint wirklich weltweit bewundert wird für eine Energiewende beruhend auf einem möglichst hohen Anteil an erneuerbarer Energie, dass das alles, also da würde ich wirklich von Fake News sprechen, dass das alles keine Basis hat. Ja? Aber ich wollte damit nicht sagen, dass jetzt die Schweden und die Norweger jetzt wirklich deswegen besonders ökologisch leben. Ich meine, es ist doch bekannt, es ist die geografische Gunst, einfach die Wasserkraft, die in diesen Ländern da ist. Auch wenn wir uns Österreich und die Schweiz angucken, dann sind das einfach natürlich geografische Vorteile, die diese Länder haben. Die seien denen auch gegönnt, das ist vollkommen klar. Aber da ist es dann nicht so eine Kunst, einen besonders hohen Anteil an eben erneuerbarer Endenergie zu haben. Das steckt dahinter. Gut, vielen Dank für die Klarstellung. Dann haben wir ein Missverständnis aus dem Weg geräumt, dann gebe ich weiter an Tobias.
Danke, Monja. Eine weitere Frage aus dem Publikum, ein bisschen rückblickend. Ich kürze das mal nur den ersten Teil ab. Das heißt, hier wurde gesagt, tatsächlich hat uns die unbeabsichtigte Gemeinwohlstandwirkung des Marktes in den letzten Jahrhunderten Wohlstand, Prosperität und vielleicht sogar die Demokratie gebracht. Versagt der Markt, das ist jetzt die Frage, versagt der Markt in der Umweltfrage also tatsächlich oder könnte man aus dem eigennützigen Verhalten der Marktsubjekte nicht doch und auch wieder unbeabsichtigt im Sinne eines Nebeneffektes eine Lösung des Problems entstehen, etwa durch die Entwicklung neuer Technologien? Ja, das sind jetzt wirklich ganz verschiedene Kategorien. Also die Marktwirtschaft und die Möglichkeit, neue Technologien zu entwickeln, haben miteinander nicht viel zu tun. Man muss sogar sagen, dass es ganz bestimmte Marktstrukturen gibt, die von den Ökonominnen und Ökonomen eigentlich präferiert werden oder wohlfahrtstheoretisch als besonders ratsam dargestellt werden, dass die keineswegs damit einhergehen, viel technischen Fortschritt zu haben. Etwa das Modell der sogenannten vollkommenen Konkurrenz, das darauf beruht, dass die Gewinne der Unternehmen eben durch den Konkurrenzmechanismus klein gehalten werden, wo dann umgekehrt die sogenannte Konsumentenrente, das ist also sozusagen der Teil der Wertschöpfung, der über Preise an die, über geringe Preise an die Konsumenten weitergegeben wird, also besonders hoch ist. In so einer Welt können die Unternehmen meistens nicht in der Lage sein, hohe Budgets für Forschung und Entwicklung an die Seite zu schaffen. Deswegen wissen wir aus der Wettbewerbstheorie und auch aus den verschiedenen Ansätzen der Forschung und Entwicklung, dass es sogar einer gewissen Marktkonzentration bedarf, beispielsweise sogenannte weite Oligopole, das heißt Firmen, die zwar noch in Konkurrenz zueinander stehen, damit sie sich nicht alles erlauben können, aber die doch so hohe Gewinne erzielen, dass sie investieren können in technischen Fortschritt. Also man muss dann wissen, über welche Marktstrukturen man redet, wenn man meint, dass der Markt jetzt technischen Fortschritt hervorbringt. Außerdem gibt es sehr, sehr viele neue Publikationen, die zeigen, dass es oft wirklich der Staat ist, auch, also der zum Beispiel ein Wissenschaftssystem finanziert, Forschungsprogramme auflegt oder eigene Institutionen schöpft, die mit Forschung befasst sind, dass der Staat auch oft einen positiven Impuls auf das Entstehen technischer Innovationen eben hat. Ne? Das ist eben auch ein wichtiger Punkt. Aber ich glaube, jetzt habe ich auch schon wieder was unterschlagen. Es waren, glaube ich, zwei Fragen, ne? Hätte ich mitschreiben sollen, sorry. Die zweite Frage war, versagt der Markt in der Umweltfrage, also tatsächlich? Okay, genau. Alles klar, ich weiß Bescheid. Nein, ja. das finde ich populistisch, zu sagen, der Markt ist schlecht, der Markt versagt. Für mich ist klar, dass die Frage, wie gut die Marktwirtschaft ist, immer eine Größenfrage ist. Eine Frage auch der Konzentration. Da ich jemand bin, der nicht der Meinung ist, dass mit Technik allein das Problem zu lösen ist, kann ich sehr gut mit kleinräumigen, dezentralen Marktstrukturen leben. Ich möchte nicht in einer Welt ohne Märkte leben. Das kann ich auch als Wissenschaftler nicht vertreten. Das, was wir nicht selbst herstellen können, das, was wir nicht durch Suffizienz sozusagen aus unserem Leben entfernen können, ist und bleibt Gegenstand immer noch einer kleineren, arbeitsteiligen und auch technikverwendenden Industrie. Und mir kann niemand erklären, wie man eine wirklich effiziente Industrie, egal ob mit oder ohne Wachstum, ohne Märkte und ohne Geld, das hat auch Frau Petersen, finde ich, schon durchaus gut gesagt, also aus meiner Sicht, wie man das ohne Geld und ohne Marktwirtschaft koordinieren soll. Also der Markt ist für mich weniger das Problem als die Kultur einer Gesellschaft. Ja? Also der Markt, vielleicht sollte ich noch einen Satz hinzufügen. Bitte. Der Markt funktioniert genauso wie eine Stereoanlage. Die Stereoanlage macht nicht die Musik, sondern sie verstärkt das Signal. Wenn ich in die Stereoanlage, wie heißt die, Helene Fischer einspeise, dann kann ich die beste Stereoanlage haben. Wenn ich King Crimson oder Frank Zappa einspeise, kommt aus derselben Stereoanlage was anderes. Und das gilt auch für die Marktwirtschaft. Deswegen finde ich das immer sehr populistisch, auf den Markt zu schimpfen und die Verantwortung der Menschen, die auf der einen Seite des Marktes das Signal einspeisen, diese Verantwortung kleinzureden. Mhm. Ja, danke. Ich bin immer manchmal mit dem Du und Sie doch in Schwierigkeiten. Also du hattest ja gesagt, dass
ein kultureller Wandel nötig ist. Und hier finde ich ganz interessant eine Zuschauerfrage von einem Psychologiestudenten oder Studentin, die sagt, zum Thema symbolische Kompensation von Luxus, das Kaufen von Tesla, Solarzellen etc. aufgrund des menschlichen Bedürfnisses, kognitive Dissonanzen zu entfernen. Dazu meinten sie, dass sie viele Arbeiten veröffentlicht haben, so schreibt der Zuhörer. Und da war die Frage, er interessiert sich dafür und wollte fragen, ob Sie dazu Literatur zum Weiterlesen empfehlen können. Da müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Vielleicht können wir danach noch in Kontakt, weil meine E-Mail-Adresse ist ja auch bekannt. Ich kann dann auch sogar ein paar eigene Publikationen vielleicht gerne verschicken. Okay, aber sonst war, glaube ich, war das jetzt keine Frage, oder? Ja, es war sozusagen, genau, eher eine Frage danach, ob es eben weitere Literatur gibt. Wir könnten sonst anbieten, normalerweise nach Veranstaltungsende, wenn du den Vortrag bereitstellst, kannst du da auch gerne noch ein bisschen Literatur einfügen in die Folien. Und dann könnte das derjenige auch nachlesen. Ja, es gibt, vielleicht darf ich eine Sache kurz ansprechen. Es gibt verschiedene Studien, die in der Schweiz und in Deutschland auch vorgelegt wurden, empirische Studien. Da wurde mal geschaut, beispielsweise, wie oft Menschen im Flugzeug sitzen, welche Partei sie wählen und welches Umweltbewusstsein bei diesen Menschen ausgeprägt ist. Nun muss man wissen, dass wir liegen bei 12 Tonnen CO2 im Durchschnitt, manche liegen bei 24 oder 48 Tonnen, je nachdem, wie häufig sie im Flieger sitzen. Weil Flugreisen das Klimaschädlichste sind, was ein Mensch mit einem bestimmten Quantum an Geld machen kann. Kreuzfahrten sind zwar noch schlimm, aber kosten immer noch viel Geld. Aber ich kann mit 500 Euro, dadurch, dass ich die verfliege, also indem ich die Billigflieger nehme, kann ich das Maximum an CO2 erzeugen. Und die Studien, die es gibt, deuten darauf hin, dass es die Grünen sind, die am häufigsten im Flieger sitzen. Das ist interessant. Und es gibt eine ganz wichtige Studie, die kann man sogar umsonst auf der Homepage des Umweltbundesamtes runterladen, die ist ein bisschen länger. Da wird tatsächlich sogar gezeigt, dass Menschen, die Milieus entstammen, in dem Umweltbewusstsein besonders wichtig ist und auch symbolisiert wird, dass diese Menschen die höchsten CO2-Rucksäcke haben. Das sind nur ein paar Beispiele jetzt. Aber wie gesagt, ich kann da im Anschluss vielleicht nochmal ein paar Sachen raussuchen. Ja. Gerne, danke. Eine nächste Frage wäre, wie können wir Politik und Gesellschaft davon überzeugen, was ja im Prinzip in die Richtung geht, was du gerade gesagt hast, von dem, was sie vorgestellt haben und von dem, ich meine, dass es so ist mit all unseren Grenzen und Abhängigkeiten. Wie können wir also Lobbyisten größerer Produktionsunternehmen aushebeln? Also zunächst einmal, wenn ich mit meiner Analyse nicht komplett falsch liege, dann kann die Konsequenz einer Transformation in Richtung Wiedererlangung der Überlebensfähigkeit nur heißen, dass sich Lebensstile, Daseinsformen anpassen. Und diese Lebensstile kann ich nicht dadurch vermitteln, dass ich sie propagiere. Dass ich das tue, liegt an meinem Job. Ich kann sie in der Gesellschaft wirksam nur kommunizieren, indem ich sie lebe, indem sie sichtbar werden, indem ich Anschauungsmaterial habe, in dem die sinnliche Erfahrbarkeit eines solchen Lebens gegeben ist und wenn es nur in den Nischen ist. Diese Umgestaltung nennt man in der Sozialwissenschaft soziale Diffusion. Das heißt, die horizontale Ausbreitung von etwas Neuem, in diesem Fall eben kein technisches Artefakt, sondern eine veränderte soziale Praxis. Ja? Und das alleine ist der Weg, von dem ich glaube, dass wir auch die Wirtschaft oder den Teil der Wirtschaft aushebeln, von dem wir sagen, dass wir diese Wirtschaft nicht wollen. Wir können nicht ohne das Einüben einer anderen Lebensrealität die Wirtschaft einschränken oder zurückbauen, weil wir so abhängig sind von dieser Wirtschaft. Schau mal, VW hat sich so unbeliebt gemacht, dass es niemanden mehr gab, der nicht auf VW geflucht hat. Kein Mensch ist auf die Idee gekommen, deswegen weniger Auto zu fahren. Deswegen hat VW nichts zu befürchten. Auch nicht zu befürchten, dass es irgendwie ein Wahlergebnis gibt, wo irgendeine Partei an die Macht kommt, die irgendwas Böses mit VW im Sinn hat. Die Grünen jedenfalls nicht, weil wir so abhängig von Autos sind. Das gilt für Apple, für Facebook, das gilt für Amazon, das gilt für Aldi, Lidl, Rossmann und so weiter. Erst wenn Menschen aus der Abhängigkeit von industrieller Fremdversorgung teilweise heraustreten, haben sie überhaupt erst den Mut und die Fähigkeit, auch eine Politik zu bejahen, die diese Konzerne einschränkt, weil es ist ein Widerspruch
etwas politisch zu fordern, was in der Umsetzung bedeutet, sein Leben radikal umgestalten zu müssen. Ohne diese Konzerne wird unsere Versorgung anders aussehen. Smartphones wachsen nicht am Baum. Die kann ich auch nicht in einer kleinen Manufaktur herstellen. Das sind Industrieartefakte, wie die meisten Dinge, die wir ja, die vormals noch Ergebnis von handwerklicher Arbeit gewesen sein mögen, die wir nach und nach transformiert haben, damit sie billig durch globale Wertschöpfungsketten und dann vermittelt durch die großen Konzerne an die Menschen quasi vermittelt werden. Und wenn wir diese Abhängigkeit nicht überwinden, werden wir auch nicht auf politischer Ebene irgendetwas verändern. Und seit Jahrzehnten findet ja das statt, was ich gerade beschreibe. Der Ruf nach Veränderung wird immer lauter, aber die Lebensrealität ist gar nicht kompatibel mit der Veränderung. Und diese Kompatibilität erst herzustellen, glaube ich, ist das, was wir jetzt lernen müssen. Die Frage ist dann natürlich, wer zuerst diesen Wandel letztlich initiiert, ne? Also wo kommen die Anstöße, wenn sie aus der Politik oder aus der Wirtschaft, meine, vielleicht... Also das ist keine Frage für mich. Wenn wir mal den Wandel moderner Gesellschaften während der letzten Jahrzehnte anschauen, und zwar ganz losgelöst von Nachhaltigkeitsbelangen, die Verbreitung von Smartphones oder plötzlich die Etablierung des Skiurlaubs als Normalität, was vor 40 Jahren sich nur die oberen 10.000 leisten konnten, oder bestimmte Autos, bestimmte moderne Codes, also Klamotten, dann werden wir feststellen, es hat noch nie einen gesellschaftlichen Wandel gegeben, der relevant ist, der nicht in einer Nische begonnen worden wäre, der nicht erst von Avantgardisten, von Pionieren erprobt wurde, sodass sich diese neue Form bewähren konnte, stabilisieren konnte, wahrgenommen werden konnte von anderen, sodass dann eine Ausbreitung vonstatten ging. Und dann kam immer erst die Politik, hat Gesetze gemacht, hat etwas flankiert, hat Rahmenbedingungen institutionalisiert und so weiter. Die Politik eilt einem gesellschaftlichen Wandel niemals voraus, außer es sind Extremfälle. Was Frau Merkel da jetzt gerade macht, hat etwas zu tun mit einem Katastrophenfall. Das kann man nicht als Blueprint für moderne Politik nehmen. Das ist übrigens keine Kritik an Frau Merkel. Darum geht es mir hier wirklich nicht. Das ist ein anderes Thema. So. Und in der Umweltpolitik war es nie anders, als dass immer das zu Umweltpolitik wurde, was schon zuvor in den Nischen, manchmal auch bei innovativen Unternehmen, schon erprobt wurde, damit die Politik die Sicherheit haben konnte, dass das, was sie jetzt durch welche Anreiz- oder Rahmensysteme oder Rahmenbedingungen auch immer praktisch forcieren wollte, dass dies schon erstens existent ist, sich bewährt hat und auch zumutbar ist. Und diesen Blueprint müssen wir der Politik geben. Und das geht nur dezentral in der Zivilgesellschaft. Wenn die Leute anfangen, weniger SUVs zu kaufen oder wenn sich auch Widerstand gegen SUVs bildet, der kann ja auch friedlich und fröhlich sein, ja? Ich glaube auch, dass die Zivilgesellschaft in manchen Fällen, denken wir an den Dannenröder Forst, denken wir an bei Erkelenz, mein Gott. Hambacher Forst? Hambacher Forst, natürlich. Ja. Oder die ganzen Kohleabraumgebiete, aber vielleicht auch Flughäfen. Hier auch, also sozusagen Kontroversen zuzulassen. Das ist auch der Appell an soziale Bewegungen. Ich finde, Extinction Rebellion beispielsweise oder auch Fridays for Future, denen kann man ja alles nachsagen, aber nicht, dass sie radikal, böse oder gewaltsam sind. Das gehört zu einer Demokratie auch dazu. Auch das sind Signale, die von der Politik gehört werden. Und mit den Signalen sollte man nicht zu sparsam sein. Vielen Dank. Die Zeit ist schon sehr fortgeschritten und wir haben noch sehr viele Fragen. Vielleicht schaffen wir es ja, schaffst du es, dich ein bisschen kürzer zu halten, damit wir noch viele Fragen der Zuschauer beantworten können. Ich mache mal weiter mit der nächsten. Wie hoch ist die Einkommensteuer bei 20 Stunden Wochenarbeitszeit und wie werden Rente, Arbeitslosengeld II und Gesundheitssystem finanziert? Das heißt, wie sieht es um die Zukunft der Sozialsysteme in der Postwachstumsökonomie aus? Also über die Einkommensteuer müssen wir reden. Das ist ein demokratischer Prozess. Und ich meine, es ist klar, dass wenn ich weniger Geld verdiene, sinkt auch der Steuersatz. Also jetzt nicht stetig, aber zumindest stufenweise. Das Rentensystem muss natürlich unter Umständen neu gedacht werden. Zunächst einmal gehe ich gar nicht davon aus, dass der Fiskus unbedingt zu wenig Steuereinnahmen haben muss, wenn die Wertschöpfung sinkt. Warum? Weil das, was der Staat heutzutage im Wesentlichen ausgibt,
Das betrifft Subventionen, die eine Wachstumsdynamik beflügeln sollen. Denken wir mal an die ganzen EU-Subventionen, denken wir an die Energiesubventionen, denken wir an die vielen versteckten Subventionen des Industriebereichs, der Telekommunikation und so weiter. Wenn diese wachstumstimulierenden Ausgaben gar nicht mehr nötig wären, hätte der Staat so viel Einsparung, dass ihm genug Geld bleibt, um Bildung, Gesundheit und auch ein Sozialsystem aufrechtzuerhalten. Ich möchte nicht erleben, dass als Konsequenz einer Postwachstumsstrategie plötzlich Menschen verzweifelt sind, auch im hohen Alter. Ich habe kein Problem mit einem Grundeinkommen, zum Beispiel für ältere Menschen, die nicht von ihrer Rente leben können. Was aber auch wichtig ist, dieses duale System, das ich heute nur grob skizzieren konnte, was bedeutet, dass Menschen eben nicht nur von Geld allein leben, sondern eben auch ergänzende, sozial eingebettete Selbstversorgungsleistung erbringen, das gilt auch für ältere Menschen. Form des generationenübergreifenden Wohnens oder Zusammenarbeitens in Stadtteilen heißt auch für ältere Menschen, dass sie vielleicht mit weniger Rente auskommen. Und wenn ich euch das noch sagen darf, ich habe früher auch als Nachhaltigkeitsmanager einmal auch für die Stadt Oldenburg und so weiter gearbeitet, musste also als Coach und Moderator vieler Nachhaltigkeitsprojekte in Erscheinung treten. Was mir aufgefallen ist, es sind oft die älteren Semester, die große Freude daran haben, auch nach der Pensionierung nochmal unter Beweis zu stellen, dass sie nicht zum alten Eisen gehören, dass sie sehr produktiv, sehr kreativ sein können und dass also auch ein ganz neuer Dialog zwischen jungen und alten Generationen gerade da möglich ist, wo wir in den Nischen echte Nachhaltigkeitsprojekte haben, mit echt meine ich kompatibel mit einer Postwachstumsökonomie. Und das trägt eben auch zur Versorgung der Menschen im höheren Alter mit bei. Setzt diese sozial gerechte Selbstversorgung, die Sie immer wieder ansprechen, dann nicht eine Art kommunistisches Politiksystem voraus, dass alle Menschen gleichen Zugang zu, weiß nicht, Grund und Boden und ein gewisses Grundeigentum haben, damit das Ganze funktioniert und auch gerecht ist? Naja, also selbst wenn wir jetzt Grund und Boden nicht umverteilen, ich hätte kein Problem damit. Also ich bin nicht verheiratet mit der Idee, dass alles an Gütern immer auf Basis von Privateigentum institutionalisiert oder organisiert werden muss. Das ist nicht das Thema. Aber ich meine, ich muss nicht unbedingt einen eigenen Garten haben, um zum Beispiel Urban Gardening zu betreiben oder vor allem Mitglied einer solidarischen Landwirtschaft zu werden oder Foodsharing zu betreiben. Das sind so typische Beispiele für ergänzende Selbstversorgungspraktiken, gerade im Bereich der Ernährung. Und wenn wir die Arbeitszeit so umverteilen, dass niemand arbeitslos sein muss und wir Vollbeschäftigung auf einem geringeren Stundenbudget haben, ist das schon eine derart gerechtigkeitsschaffende Maßnahme im Vergleich zur jetzigen Referenzsituation, dass das schon wahnsinnig viel mehr Gleichheit bedeutet in der Möglichkeit, überhaupt Güter zu beschaffen. Ja? Aber ich habe auch überhaupt kein Problem damit, darüber nachzudenken, ob wir nicht bestimmte Ressourcen als Gemeingüter organisieren. Das ist dann noch lange kein Kommunismus, sondern bedeutet, dass etwa eine Brache in einer Stadt eben nicht verhökert wird an den nächsten Investor, sondern vielleicht einer Gruppe von Menschen zur Verfügung gestellt wird, nicht geschenkt, sondern sozusagen vorübergehend oder als Pacht oder wie auch immer, um dort tatsächlich Selbstversorgungsmaßnahmen ergreifen zu können oder brachgefallene Immobilien, um dort Ressourcenzentren zu errichten, Reparaturcafés, sogenannte offene Werkstätten oder SharePoints und so weiter. Das sind alles Einrichtungen, die sehr gut davon profitieren könnten, wenn die nicht in der Hand eines Privateigentümers wären. Das ist schon völlig richtig. Aber im Umkehrschluss zu sagen, oh, wir müssen jetzt erst die große sozialistische Revolution durchführen, sodass es kein Privateigentum mehr gibt und dann wird alles besser, davon bin ich nicht ohne weiteres, überzeugt. Okay, vielen Dank. Sie haben beschrieben, wofür Sie die verringerten Steuereinnahmen einsetzen würde. Und jetzt interessiert mich als Forscherin noch, wie sieht das denn mit innovativer Forschung aus oder überhaupt mit Innovation? Wird es dafür Geld geben? Also wenn die Wirtschaft da nicht mehr rein investiert, weil es den Markt, den Absatzmarkt nicht mehr gibt, werden wir dann auch in der Technik auf dem Stand von heute stehen bleiben? Überhaupt nicht. Zunächst einmal hat also die Innovationsorientierung moderner Marktwirtschaften uns an den ökologischen Abgrund gebracht.
Punkt, Atempause. Wir müssen also sowieso über Fortschritt mal anders nachdenken. Ich habe verschiedene Studien gesichtet, viele Abschlussarbeiten betreut und auch selber einiges dazu geschrieben, zu der Obsoleszenz der ach so smarten und technisch so überlegenen Geräte. Es gibt mit einer Ausnahme kein Beispiel für Geräte, deren Nutzungsdauer nicht abgenommen hätte. Von was reden wir da eigentlich, wenn wir von der Innovativität der technischen Entwicklung und überhaupt der Entwicklung der Gesellschaft sprechen? Also es gibt viele Lösungen, die zur Überlebensfähigkeit beitragen, die alles andere als innovativ sind. Die ökologische Landwirtschaft ist sowas von nicht innovativ. Häuser, die aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen, Lehmputz, Heu, Holz, Holzrahmenbau, das ist sowas von nicht innovativ. Dinge miteinander zu teilen, das ist sowas von nicht innovativ. Reparable Güter sind teilweise weniger innovativ. Wir werden sogar wirklich diesen Konflikt irgendwie natürlich lösen müssen. Aber es ist nicht so, dass in einer Wirtschaft, in der kein Wachstum ist, kein technischer Fortschritt oder auch keine Forschung und Entwicklung in den entsprechenden Abteilungen der Unternehmen stattfindet. Nehmen wir mal an, die Automobilproduktion in Deutschland würde um die Hälfte sinken. Und wir würden Arbeitslosigkeit dadurch vermeiden, dass in der betreffenden Industrie die Arbeitszeit auch verringert wird. Das haben wir ein paar Mal geübt, unter Zwang, durch Kurzarbeit, nach der Lehman Brothers-Krise und tun es jetzt wieder, wegen des Corona-Effekts. Was spricht denn dann dafür, dass diese Unternehmen weniger innovativ sind? Ich will dir mal was sagen. Wir haben sehr viel Forschung auch dazu, dass wenn Menschen nicht mehr 40 Stunden arbeiten, dass sie sogar motivierter und produktiver sind. Das ist schon ein Argument, das die Gewerkschaften Ende der 80er basierend wirklich auf viel Forschung vorgebracht haben, als sie die 35-Stunden-Woche umsetzen wollten. Als sie sagten, das ist dann kein Verlust an 5 Stunden an Arbeitszeit, weil nämlich der Nettoeffekt ein anderer ist, weil Menschen, wenn sie nicht so gestresst sind, wenn sie mehr Abwechslung haben, kreativer und produktiver sind. Das kann also sogar sein, dass also wirkliche Innovationen, die vielleicht auch nicht einfach nur die Obsoleszenz steigern, dass die sehr kompatibel sein können mit einer Welt, in der die Menschen eben weniger arbeiten. Und die Unternehmen, die diese Menschen beschäftigen, werden vielleicht immer noch Gewinne erzielen und werden Rücklagen bilden und werden sich eine Innovations- und F&E-Abteilung leisten können. Dagegen ist auch nichts einzuwenden. Vielen Dank. Kurze Zwischenfrage. Du hattest gesagt, bei einem Gerät wäre die Nutzungsdauer nicht abgenommen. Welches ist das denn? Leuchtmittel. Okay. Das war aber die Zeit, als die Zwischenlösung, die sogenannte Energiesparbirne, sich verbreitet hat. Jetzt bei LEDs bin ich mir schon nicht mehr so sicher. Okay. Aber ich kenne mich mit LEDs zu wenig aus und mir liegen im Moment keine Studien darüber vor, wie es um die Nutzungsdauer der LEDs bestellt ist. Okay, danke. Es gab zu Ihren Ausführungen gerade eben noch ein paar Kommentare. Zum Beispiel, wie stelle ich sicher, dass mein Konsumverzicht nicht direkt zu mehr Konsum bei anderen führt? Nehmen wir mal an, dass eine beachtliche Anzahl Menschen radikal weniger konsumiert, was zu Deflation führt, wodurch andere wieder mehr konsumieren können, weil ihr Realeinkommen höher ist? Naja, zunächst mal geht es ja nicht um Konsumverzicht. In meiner Theorie geht es um die Rückgabe einer Beute, um die Wiederherstellung von ökologischer Gerechtigkeit. Das ist nicht Verzicht. Wenn Gerechtigkeit Verzicht ist, also gut, da haben wir ein echtes Konnotationsproblem. Das ist das Erste. Das Zweite ist, diese Gefahr besteht selbstverständlich. Andererseits ist doch auch klar, dass wenn ich ein Leben führe, das dadurch gekennzeichnet ist, dass ich mit weniger Einkommen zu Rande komme, weniger konsumiere, trage ich auch mit dazu bei, dass die Wirtschaft ein Stück weit kleiner wird. Wir haben also nicht einfach ein Nullsummenspiel, wenn bestimmte Leute weniger konsumieren, sondern wenn wir sogar eine Bewegung haben des weniger Konsumierens, dann, und das ist doch die Kritik an Leuten wie mir, dann schrumpft wahrscheinlich die Wirtschaft. Wenn aber dann die Wirtschaft schrumpft, dann haben wir Multiplikatoreffekte, die insgesamt bewirken, dass auch in anderen Sektoren weniger Kaufkraft da ist. Und deswegen glaube ich gar nicht, dass dieser Effekt so prägnant ist. Darüber hinaus glaube ich nicht, dass wenn wir eine soziale Bewegung oder einen kulturellen Wandel des weniger Konsumierens haben,
dass der Effekt allein ein ökonomischer ist. Es ist vor allem ein kultureller. Damit sich in einer Gesellschaft maßvollere Lebensstile verbreiten können, bedarf es der Vorbilder. Das ist ein Resultat der sogenannten sozialen Diffusionstheorie. Die hat zum Inhalt, dass ein Mensch nicht einfach nur Nutzenmaximierer ist, immer nur Preise vergleicht und versucht, seine Präferenzen oder seine sogenannte Nutzenfunktion zu maximieren. Das sagen immer die traditionellen Ökonomen. Und sie haben in manchen Bereichen auch recht damit. Ich will das hier nicht so übertrieben kritisch darstellen. Aber im Wesentlichen ist der Homo sapiens ein soziales Wesen. Das heißt, er ist genau dann bereit, etwas zu verändern, wenn er oder sie sich nicht allein fühlt, sondern wenn in der relevanten sozialen Umgebung andere mitmachen. Das heißt, wir haben neben dem ökonomischen, den wir beachten müssen, auch einen kulturellen Effekt. Der ist mir wichtig. Vielen Dank. Also persönlich kann ich da auch total mitgehen. Ich lese noch einen Kommentar vor und dann gebe ich noch ein letztes Mal an Tobias. Wenn gesellschaftlicher Fortschritt nur aus Nischen entsteht, dann muss man auch feststellen, dass dieser Fortschritt sich nur dann durchsetzt, wenn sie von Konzernen im Industrie-, Musik- und Filmbereich gewinnfördernd vereinnahmt werden. Ist die Abschaffung der Gewinnmaximierung der Unternehmen nicht die Voraussetzung der Verwirklichung ihrer Vision? Also, da sind zwei Dinge drin in diesem Kommentar oder in dieser Frage, die ich sehr wichtig finde. Ich glaube nicht, dass wir erleben werden, dass postwachstumskompatible Praktiken der Versorgung, dass die von Konzernen vereinnahmt werden. Sie sind geradezu Gift für Konzerne. Subsistenz kann man nicht vereinnahmen durch Konzernmacht oder durch die arbeitsteilige Produktion oder Wertschöpfung, die wir durch Konzerne kennen. Natürlich wird es auch da Unternehmen geben, die werden versuchen, den einen oder anderen Trend aufzugreifen. Aber ich frage mich dann immer, muss das so schlimm sein? Die zweite Frage war, ob dann Gewinnmaximierung eine Rolle spielt. Ja, es wird sicherlich immer wieder Unternehmen geben, die auch Gewinne maximieren. Aber wenn wir wirklich über einen Wandel der Gesellschaft reden, geht es nie darum, die jetzt vorhandene Konfiguration der Angebotsseite der Wirtschaft, also die vielen Unternehmen, zu betrachten und zu gucken, oh, wie können wir diese Dinosaurier jetzt dazu bringen, irgendwas anders zu machen. Als Betriebswirt, auch als Volkswirt, ist mir der Strukturwandel wichtig, der zum Inhalt hat, dass manche Dinosaurier eben aussterben müssen, während neue hinzukommen. Es gibt überhaupt keinen Grund heute, davon abzusehen, neue Unternehmen zu gründen, als Genossenschaften. Warum tun sich nicht mehr Menschen zusammen und gründen kleine Genossenschaften und schreiben schon gleich in die Satzung, in die Präambel rein? Diese Genossenschaft dient nicht dazu, Gewinne zu maximieren. Rücklagen, Rückstellung, ja, bitte. Vielleicht sogar eine bescheidene Dividende auf die Genossenschaftsanteile. Ansonsten ist der Zweck dieses Unternehmens, die Bedürfnisse der Mitglieder und der Kunden adäquat zu befriedigen. Was hält uns davon ab, sowas zu tun? Ich habe, bevor jemand denkt, ich lehne mich hier zu weit aus dem Fenster, einige Genossenschaften mitgegründet, in deren Aufsichtsrat ich heute noch bin. Und da ist ein fröhliches Treiben und zwar auch ohne Gewinnmaximierung. Wenn wir nicht genug Menschen finden, die diese Wirtschaftsform unterstützen, sind wir sowieso verloren in einer Demokratie. Wer also tatsächlich nicht das Bewusstsein hat, oder wie Immanuel Kant sagen würde, nicht aus Einsicht in die Notwendigkeit den Konzern seine Kaufkraft und seine Sparanlagen entzieht, der wird auch keine Politik wählen, die diese Konzerne zertrümmert, weil man ja offensichtlich oder Frau diese Konzerne aus irgendeinem Grund braucht, weil man gierig auf Dividenden ist oder die Produkte haben will. Und dann ist diesem Teil der Gesellschaft ohnehin nicht zu helfen. Danke, Nico. Ich weiß, es ist schon 8:55. Erstmal Wahnsinn, wie viele Leute noch zuhören. Ich würde versuchen, noch so 3 Fragen zu stellen, wenn das in Ordnung ist. Und dann gebe ich. Ja, mehr aber auch nicht. Danke, danke. Genau. Es gab einen Kommentar bezüglich der Leuchtmittel. Da wurde gesagt, für Leuchtmittel hängt das aber an dem sogenannten Osram-Kartell, mit dem die Hersteller sich verständigt haben, dass eine Lampe nur 10.000 Stunden halten darf. Die viel längere potenzielle Haltbarkeit wurde künstlich gesenkt. Das vielleicht als kleinen Live-Kommentar. Und die Frage, die ich hier anschließen möchte, ist, wie würden Sie den Staat den Übergang in die Postwachstumsökonomie gestalten?
der Kommentar von dem Zuhörer. Ich habe den Eindruck, dass erhöhte Suffizienz und reduzierte Produktion recht zeitgleich einhergehen müssen. Sehen Sie das ähnlich? Nochmal, was muss zeitgleich einhergehen? Ich habe den Eindruck, dass erhöhte Suffizienz und reduzierte Produktion recht zeitgleich einhergehen müssen. Sehen Sie das ähnlich? Das waren schon die drei. Okay, ich habe hier... Das war einer. Wir können da, ja, okay. Ich kann sonst auch alle stellen, vielleicht. Okay, ich versuche mich zu beeilen. Das mit dem Osram-Kartell ist mir ja bewusst. Aber ich habe ja gerade gesagt, es sind die Energiesparbieren, die so lange hielten. Die Vorgänger, die alten Glühlampen, ja genau, die waren ja noch von der Obsoleszenz betroffen. Und jetzt haben wir sogar auch die Energiesparbieren überwunden und sind jetzt bei den LEDs angelangt. Und da weiß ich es nicht, aber bei den Energiesparbieren ist es tatsächlich, die konnte man nicht so mit Obsoleszenz zu versehen wie vorher. Durch diese Kartelllösung ist mir alles bewusst, die normalen Glühlampen. Jetzt der Übergang. Ja, natürlich. Also die These, die da gerade gestellt wurde, dass die Suffizienz zeitgleich mit einem Rückgang der Produktion einhergehen muss. Klar. Also umgekehrt wird ein Schuh draus. Das heißt, um die Produktionsverminderung aushalten zu können, müssen wir suffizienter werden. Aber ich warne davor jetzt, einfach pauschal zu sagen, ach, da sind wir einfach sparsamer und dann geht das schon irgendwie gut. Nein, wir werden, das ist wichtig, zeitgleich mit dem Produktionsrückgang müssen wir immer mehr Ressourcenzentren haben in den Städten, immer mehr Reparaturcafés, immer mehr Bildung und Erziehung, die Menschen dazu befähigt, auch die Möglichkeiten der ergänzenden Selbstversorgung zu nutzen. Dann können wir sagen, dass es einen vielleicht reibungslosen und vielleicht auch sozial nivellierten Übergang gibt. Ja? Das ist wirklich sehr wichtig. Der Übergang fängt wahrscheinlich in der Kommune an, wo Menschen sich zusammentun, neue Projekte beginnen, auch Druck auf die Politik ausüben. Ich versuche in zwei Städten ein Ressourcenzentrum einzurichten mit Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Nicht gegen die Politik, auch nicht ohne die Politik. Wir arbeiten mit der Wirtschaftsförderung zusammen und so weiter, um eine Plattform zu erschaffen, die ein Lernort ist, wo Menschen lernen können, sich auf andere Weise zu versorgen und auch nicht gegen die Wirtschaft und die Unternehmen gerichtet. Der Einzelhandel steht wegen dieser Obsoleszenzdebatte mit dem Rücken an der Wand und freut sich, wenn er Kooperationspartner hat, die dazu verhelfen, vielleicht eben auch wieder Reparaturdienstleistungen anbieten zu können. Das will ich jetzt nicht in epischer Breite ausführen, aber es gibt da wirklich auch interessante Ansätze, die Mut machen. Danke dafür. Dann zwei abschließende Fragen. Das eine betrifft die Kommunikation in die Politik. Wie überzeugt man die Politik, dass Wachstum nicht alles ist? Vielleicht kannst du aus deiner Sicht praktisch kurz skizzieren, wie quasi deine Theorien und dann sicherlich auch mit der Empirik, die wir jetzt nicht in der Tiefe durchblicken konnten heute, aber dass du mal kurz skizzierst, wie du quasi diese Kommunikation in die Politik wirklich pragmatisch gestalten würdest. Das heißt, man kann natürlich sagen, dass eine Art Graswurzelbewegung versucht, etwas zu verändern, aber es braucht sicherlich auch gewisse strukturelle Veränderungen. Also das eine, wie kann man da auch an verschiedenen Ebenen in der Politik ansetzen? Und das zweite, die ist ganz frisch, die Frage, inwiefern sehen Sie den kulturellen Wandel, den Sie einfordern im Rahmen eines Kampfes der Kulturen auf globaler Ebene? Ja, zum Ersten, alles, was man tun kann, um Nachhaltigkeitsbelange in die Politik zu kommunizieren, haben wir jetzt seit Jahrzehnten ausprobiert. Nur eins haben wir noch nicht ausprobiert. Mehr zivilgesellschaftlichen Widerstand und Verweigerung gegenüber den Steigerungsmechanismen. Das muss aber wirklich begründbar und es muss friedlich sein. Ich rede nicht von Querdenkern, ich rede von einer Ökobewegung, um das klarzustellen. Ja? Aber ich habe schon gesagt, was im Dannenröder Forst passiert und im Hambacher Forst sind für mich, ich meine, ich mache keinen Hehl draus, dass ich als junger Mensch eben auch in Gorleben und in Lingen und so weiter nicht so unbedingt nur fröhlich aufgetreten bin, aber ich habe natürlich niemals Gewalt angewandt, aber als überzeugter Demokrat und jemand, der den Rechtsstaat verteidigt, darf ich sehr wohl meinen Unmut über bestimmte Steigerungsexzesse durchaus kundtun. Aber vor allem, wenn die Politik keine Blueprints hat, die sie aufgreifen kann, im Hinblick auf Schablonen, die man in Politik übersetzen kann, dann wird sie auch nicht in der Lage sein, eine Postwachstums- oder Degrowth-Strategie umzusetzen. Selbstverständlich kann die Kommunikation auch dadurch erfolgen, dass Menschen in die Politik gehen und eben auch wachstumskritische Konzepte wenigstens damit in die Debatte einspeisen. Natürlich kann die Wissenschaft die Politik gut beraten.
Ich habe so viele Arbeiten gesehen, übrigens auch zwei Doktorarbeiten. Eine habe ich selber betreut, wo tatsächlich eben auch Modelle entwickelt wurden, makroökonomische Modelle, auch auf Basis empirischer Daten, um mal durchzurechnen, ob Deutschland mit einer Degrowth-Strategie wirklich klarkäme. Natürlich, aber es setzt voraus, dass Menschen auch in der Lage sind, das zu verkraften. Das ist kein objektivierbarer Bestand an Fakten, sondern das ist dann sozusagen eine Herausforderung, die durch Lernprozesse und einen kulturellen Wandel eben erforderlich ist. Und natürlich gibt es noch eine andere Möglichkeit. 2018 haben ausgehend von einer Tagung in Brüssel, ich glaube, fast 300 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine Petition unterzeichnet und von der europäischen Politik gefordert, in jedem Land ein Ministerium für Postwachstumsökonomie einzurichten. Und diese laute Stimme der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist wirklich in den Medien doch ziemlich auf fruchtbaren Nährboden gestoßen. Also an Wissen mangelt es eigentlich nicht, aber die Politik hat Angst vor den Wählerinnen und Wählern. Das ist das Problem. Und deswegen müssen wir, statt nur die Politik zu adressieren, es eben auch hinkriegen, also die Gesellschaft als Ganzes anzusprechen. Ich sehe mich als Wissenschaftler in der Rolle, nicht nur die Politik zu beraten, sondern der Gesellschaft zu sagen, ihr könnt euch nicht mehr allein auf die Politik und schon gar nicht auf die Technik verlassen, was nicht heißt, demokratieverdrossen zu sein. Das Gegenteil ist der Fall. Ich muss als Zivilgesellschaft der Politik entgegeneilen, indem ich sie befreie von Dingen, die sie nicht umsetzen kann. Nämlich eine Nachhaltigkeitsstrategie nach dem Motto, das ist dann Green Growth, wasch mir das Pelz, aber mach mich nicht nass. Das von der Politik zu fordern, ist eine Frechheit. Wir können die Demokratie nur retten dadurch, indem wir sie vor dieser Überlastung beschützen. Das ist gemeint und nicht etwa irgendwie etwas anderes. Und dann Kampf der Kulturen. Mir ist nicht klar, was damit gemeint ist. Ja, wir haben harte kulturelle Konflikte auf diesem Planeten, das ist klar. Aber dafür bin ich jetzt kein Experte. Wenn ich von kulturellem Wandel spreche, rede ich nicht von einem Kampf der Kulturen, sondern ich rede letzten Endes natürlich von einem gemeinsamen Nenner, der hoffentlich alle Weltkulturen irgendwann durchzieht, nämlich die ökologische Überlebensfähigkeit zu einer absoluten Basis jeglicher kulturellen Entwicklung zu machen. Ich glaube, darauf könnten wir uns eigentlich verständigen, auch also über die kulturellen Grenzen hinweg. Also ich schätze, ich interpretiere die Frage auch so, dass im Prinzip die verschiedenen Kulturen und deren Wirtschaftssysteme oder deren Denke, deren Mentalität damit gemeint ist. Aber sicher eine Frage, die sich vielleicht auch jetzt nach über 2 Stunden Diskussion und Vorstellung und Vortrag also nicht mehr unbedingt zu klären gilt. Also von meiner Seite, Nico, Professor Pech und ich schätze auch von Monjas, ganz, ganz herzlichen Dank. Sie haben sich hier wirklich lange und breit den Fragen gestellt und dann gebe ich nochmal ab an Micha und von mir schon mal danke, schöne Weihnachtszeit und bis bald. Ja, ganz herzlichen Dank für den spannenden Vortrag und auch die sehr ausführliche Diskussion. Ich hoffe, dass wir den meisten wenigstens Antworten bringen konnten. Ich will nur ein ganz kurzes Fazit ziehen. Also das Thema heute ist sicherlich eine heiß debattiertes Thema, aber es ist essentiell natürlich für das Überleben der Menschheit und dass das Wachstum nicht unendlich weitergehen kann, das kann jeder mit ein bisschen naturwissenschaftlichen Verstand natürlich verstehen. Wichtig ist natürlich, dass diese Erkenntnis natürlich auch Raum greift und dafür hat die Wissenschaft natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Wie dann die Lösungen aussehen, ist natürlich ein Mischmasch, denke ich mal, aus Ideen und Konzepten. Und heute haben wir eine ganze Reihe von interessanten Konzepten gehört. Und da ist die Wissenschaft natürlich auch dran, hier Neues zu liefern und auch zu testen. So, das mein Schlusswort. Damit nochmal herzlichen Dank an die vielen Teilnehmer, die auch noch bis zu Ende geblieben sind. Wir haben in diesem Jahr keinen Vortrag mehr. Damit kann ich also verweisen auf den nächsten Vortrag über Verschwörungstheorien. Der wird am 7. Januar stattfinden. Und deswegen an dieser Stelle schon Ihnen allen frohe Weihnachten. Ich hoffe, Sie haben ein erholsames Fest trotzdem in der Familie. Bleiben Sie Corona-frei, bleiben Sie gesund und auch einen guten Rutsch. Tschüss.